Und es hat funktioniert. Hallo zusammen, einen schönen Start in die Woche und einen schönen Montag. Hätte ich jetzt was gesagt, was auch nicht wieso. Einen schönen mhm. Dienstagabend. Zwetschgen sagt schon, was für ein beschissener Tag. Freue mich ein bisschen auf den Blätterabend abschalten zu können. Da bist du hier ganz genau richtig. Wobei Alexander und ich noch einige in den letzten Sekunden eine erhitzte Diskussion hatten, äh, wie wir weiter vorgehen werden. Mal schauen. Mal schauen. Aber wir werden weitermachen. Keine Panik, Leute. Auch wenn es hitzige Diskussionen intern sind, sind es keine böse Diskussionen, wo wir uns hinterher ärgern, sondern wir überlegen einfach nur, was das Beste ist, und wo man die wenige Zeit, die wir haben, Selma, um direkt weiterzumachen, investieren kann. Ne? Ja, weil Alexander die Zeit es nicht wert ist, im Discord ein Foto von seinem Neuzugang zu posten. Richtig. Es ist mir nicht wert, in der Tat. Ich finde es ganz cool. Ich mache es. Dann habe ich im Hintergrund auch eine Liste, weil wir uns überlegt haben, dass wir das Format vom Blätterabend ein wenig ändern wollen. Ich glaube, das müssen wir heute noch zwei, dreimal sagen, Alexander, aber wir mhm. fangen schon mal an zu üben. Ja. Er geht uns zu lang. Punkt. Ich glaube, das ist so die Grundaussage. Er geht uns zu lang. Gegen Ende sind ja. wir ganz schön... Also lässt müde. die Konzentration nach. Wir sind müde. Wir hatten eine, einen anstrengenden Tag vor uns und mit allem, meine ich nicht nur uns beide, sondern euch auch. Die Mods sind müde. Hast du ist schon lange im Bett, <laughs> muss schon schlafen, weil er morgens früh zur Schule muss. Und äh, ja, deswegen ähm, ändern wir das. Mhm. Wir Aber nicht werden, für immer. Genau. Wir, wir werden jetzt zwei Blätterabende haben, zwei Formattypen Blätterabend haben. Einmal den normalen Blätterabend, so wie, wie ihr ihn kennt, mit gelesen, gesehen, gekauft, gespielt, gehört, am Anfang. Das kann ja manchmal ziemlich lange dauern. Das ist manchmal bei uns sogar schon so anderthalb Stunden, zwei Stunden unter Umständen, wenn ein Gast da ist. Also das Vorgespräch ist in dem Sinne sehr, sehr lang. Dann mit dem Travel Pursuit dazu ist es wirklich lang. Und dann kommt erst der reine Blätterabend, wo dann die Konzentration manchmal auch schon die Stimme nachlässt. Und ähm, das gefällt uns beiden nicht so richtig. Deswegen ja. haben wir überlegt, dass wir einmal im Monat, und zwar den ersten Dienstag in jedem Monat, einen Blätterabend Extended machen, das dann der normale Blätterabend wird. Alle anderen Blätterabende lassen, da lassen wir dieses gesehen, bla bla bla, alles weg. Das fällt weg, das ganze Palava am Anfang fällt weg. Da nicht von Anfang an alle dabei sind, werden wir dann trotzdem so 10, 15 Minuten, zwei, drei äh, Travel Pursuit Karten machen, bis dann so auf Viertel nach acht alle da sind. Und dann beginnt um Viertel nach acht wahrscheinlich schon. Der Blätterabend. Und äh, heute fangen wir da einfach mit an. Also genau. wir, wir starten direkt rein. Das heißt, dieses Mal gibt es äh, den Blätterabend schon um Viertel nach acht. Dafür dann die Medienzusammenfassung am ersten Dienstag im Monat. Aber. Ich, Alexander nicht, aber ich werde die Bücher, die ich gelesen habe, die Filme und Serien, die ich zu Ende gelesen habe und auch die Spiele, die ich gespielt habe, schon im Discord posten, damit ich auch dann einfach eine Übersicht habe, wenn wir dann darüber sprechen wollen. Kann jeder sehen, wie er möchte, kann er selber, wenn ihr möchtet, könnt ihr da was zupacken oder auch nicht. Mit und ohne, ganz genau, Dennis, ganz genau. <laughs> ähm, ja. Deduktor sagt, Hauptsache Travel Pursuit bei. Twitch gemeint, mein Feedback wäre, das Travel Pursuit wegzulassen. Ich glaube, da eine Umfrage zu machen, wird genau dazu enden, dass die eine Hälfte es mag, die andere Hälfte nicht. Deswegen lassen wir das in so einer Situation entscheiden, einfach selbst. Und das ist unser Weg dafür. So, jetzt nochmal kurz. In den Chat geschaut. Also es sind ja schon ganz schön viele da. du ist da, The Gru ist da, Chadwick, Snowfru, Woody, Madral, Dennis hatten wir schon, Flip, Tobi, der Protokolldruide ist da. <laughs> dann kann es ja jetzt losgehen. Äh, Zwetschgen hatte ich schon, Patoke hatte ich noch nicht, Deduktor und ich glaube, dann bin ich am Ende. Also. <laughs> Herzlich willkommen zum neuen Format des Blätterabends. Ich habe auch schon so ein bisschen den Streamtitel angepasst, glaube ich, oder? Ja, 2030 habe ich hier noch drin stehen. Also habe ich ihn nicht angepasst, sondern nur kopiert. So. Und ich brauche auch den Dingens nicht mehr. Äh, oder das heißt, ich brauche den Vorgeplänkel-Banner nur einmal im Monat. Das heißt, ich kann ihn auch nur einmal im Monat vergessen. <laughs> Ja, also Alexander, ich ich finde das Travel Pursuit ist eine ganz nette, ganz ganz nette. Wie nennt man? Wie nennt man die Leute, die vor so einer Vorabendshow das Publikum heiß machen? Die haben doch so einen Namen. Einheizer. Ja, genau. Und ich glaube, Travel Pursuit ist so ein richtig schöner Einheizer. Und und da kann man auch ein bisschen mitmachen. Das finde ich ja auch ganz nett. Das finde ich ganz wichtig, dass ihr im Chat halt mitraten könnt und ich glaube, diejenigen, die das gerne machen wollen. Ich sehe hier gerade Monkey, er will mit seinem veralteten Allgemeinwissen punkten, ich auch und deshalb machen wir das weiter. Ja, ich denke auch. Gut, diese Woche Alexander, was steht auf deinem Programm? Also, gestern erschien Temple of Abschied die ersten Schritte. Ich habe mir erlaubt die Legende die von Abscheimer. Weil ich, als, als ich das Video mhm. geguckt habe, war ich überrascht mhm. und dachte, Mensch, 1982 oder mhm. so. Das sieht aber richtig gut aus, bis ich dann gesehen habe, dass es von 85 ist, weil es schon so richtig Animationen genau. und Farbe hatte. Ja, ähm, ich habe mich bewusst, bewusst für, die, ähm, für das Remake von 85 entschieden. Ich meine, wir reden hier über zwei Jahre. Die andere Version ist 83 rausgekommen, zumindest auf dem 64er. Um, es ist einfach spielbarer und vor allem die Schriftart ist viel lesbarer. Das werdet ihr sehen, wenn ich auch mal die 64er Version, die erste Version, mal vorstellen werde. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe die Legende zusammengefasst, damit ihr wisst, worum es geht, was wir da machen. Wir haben gemeinsam die Charaktergenerierung uns angeschaut. Wir haben. Unsere Figur ausgerüstet und haben das erste Dungeon schon mal betreten. Die ersten Gefechte auch überlebt, aber nicht alle. Und ich glaube, das war eine ganz gute erste Folge, Selma. Also um ich, einen Eindruck ich hatte von viel Spiel zu Viel Spaß beim Zuschauen. Ich war überrascht, wie. Mhm. Naja, es hat, hat glaube ich den richtigen, die richtige Mischung an Komplexität und Action. Also es hat ja auch mhm. Charakterwerte und Gegenstände und so weiter, aber halt ja. nicht so endlos viele. Es gibt nicht so endlos viele komplizierte Regeln, die man wissen muss, sondern man kann gleich ja. losspielen. Also ich war positiv ja. überrascht davon. Ich auch. Ich habe aber die Sendung auch dazu genutzt, Selma, Sachen auszuprobieren. Also zu gucken, wie groß ist denn der Radius, wenn ich an der Wand nach einer Geheimtür suche. Muss ich direkt davor stehen oder ein bisschen weiter weg? Das heißt, das war wirklich eine Übungssession, die ich da gespielt habe. Und jetzt weiß ich ungefähr, wie der Hase läuft und werde jetzt demnächst, was heißt demnächst, am Wochenende weiterspielen und bin da mal gespannt, wie ich da weiterkomme. Ich weiß noch nicht, ob ich eine Karte erstellen werde. Ich hätte schon Lust dazu. Das Problem ist nur, die Software selber, die wir da verwenden, die funktioniert nicht ganz. In Bezug auf die Karte, die ich male muss, weil die Räume nee. sind alle zusammenhängend mit Gängen und so. Da muss ich mir vielleicht was anderes überlegen. Genau, du brauchst um das zu machen. die Software dafür, heißt Dungeon Kartographer. Ah, okay, die super. Dann schaue ich Steam mir das mal an, Und die kannst mhm. du auch, ähm, ich weiß nicht, mit Eye of the Beholder und so, mit einigen DOS-Games geht dass das, dass die automatisch schon die Karte zeichnet. Mhm. Oder aber du kannst ja zum Beispiel bei DOS Games sagen, dass wenn du die Cursor-Taste nach oben. Drückst, dass er einen mhm. nördlichen Fleck zeichnen soll, wenn sie nach unten drückst, einen südlichen und so weiter. Das heißt, wenn du automatisch mit den Tasten gehst, zeichnet der auf mhm. der anderen Seite automatisch schon mal mit, was du alles gesehen hast und so weiter. Ah, okay. Was ziemlich cool ist. Gut, hilft dir jetzt mit Weiß nicht wirklich viel, aber mhm. ähm, du könntest dann zum Beispiel den Joystick an einer Stelle haben und dann die mhm. Karte einfach auf WASD und dann könntest du die so nachtippen, in, wie du mit dem Joystick oder so läufst. Ja, vielleicht. Ja. Wobei ich nutze den Joystick nicht. Ich spiele tatsächlich mit der Tastatur. Okay, dann können wir es auch so machen, ja. ja man mal na, gucken. Also, ja. ähm, Dungeon Cartograph hieß es. Genau, das. Das gibt's bei Steam. Okay, cool. Schaue ich mir nachher mal an. Warte mal, ich kann auch gerade. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen auch noch interessant. Mhm. Cartographic also, ähm, hieß es. Mit Papier und Stift hatte ich auch überlegt, aber das Problem ist, dann brauche ich mehrere Zettel, weil es sind im ersten Level 59 Räume und die passen halt nicht alle auf einer DIN A4-Seite drauf. Grid-Kartographer heißt es. Grid-Kartographer, zeig mal. Hier. Mhm. Dann kannst du hier solche, oh. solche Dungeons damit zeichnen. Sehr schön, gefällt mir. Ist das kostenlos oder muss man dafür was Nee, die sagen? kostet. Die normale Version kostet 48, Ui. ja. <laughs> Okay, da warte ich auf den Spring Sale. <laughs> ja, weil man mit der Version auch ähm, diese, diese, also die ist auch zum Teil zum Game Design, weil diese Dungeons kannst du mhm. auch abspeichern und dann in einige Game Engines, Unities oder so direkt mhm. reinladen und hast dann den, den Dungeon fertig. Also die ist nur halb mhm. für End-User und halb für Entwickler gedacht. Ja, die wird immer noch weiterentwickelt ent und der David Walters, mit dem habe ich schon mal gesprochen, das ist echt ein... Echt netter, der macht das nur alleine. Und mhm. der. ach so, das ist hier nun. Ähm, hat er nicht. Warum kann man hier nicht draufklicken? Und kommt dann zum Entwickler. Der macht auch diese Helikopter-Simulation, die so ein bisschen wie Ganschip 2000 aus der Third-Person-Perspektive aussieht. Mhm. In dem Sinne hatte ich schon mal mit ihm kommuniziert, aber da ist dann irgendwie nichts weiter draus geworden. Ja. Genau, weil man das hier in die. Mhm. Oh ja, Unity Godot. Mhm. Genau. Da kann man das dann. Exportieren. Ich glaube, ich habe nee. damals für 50% im Angebot gekauft. Genau. Und genau. es seitdem auch noch nicht wieder genutzt. <laughs> okay. So. Ähm, ja, also, das kurz. war Temple of Abschei, Was Traum kommt am Mittwoch bei dir? Trauma dir auch einen schönen guten Abend. Und wer ist noch dazu gekommen? Ne, Nee, Lüssogen? Lüssogen? Ja. Sprachfilter drin. Sprachfilter, wo drin? Kann ich dir jetzt gerade nicht folgen. Verlege ich schon Frames? Nee. Hm. Ja. Bei mir kommen diese und nächste Woche jeweils zwei Ultima. Ach, bei der Stream. Ja, das kann sein, dass da ein Sprachfilter drin war, ja. Bei ähm, mir kommen die letzten vier Streams von Ultima Underworld jeweils zusammengeschnitten, ohne das Vorgespräch <laughs> und die Verbindungsabbrüche in der Mitte, kommen als Folgen, als reguläre Folgen. Die sind dann natürlich ein bisschen länger, aber ich finde, man, man erlebt halt so viel in Ultima Underworld, dass es wirklich sehr, sehr kurzweilig ist und ich hatte viel Spaß dabei. Und deswegen kommen jetzt erstmal die regulären Folgen äh, oder die Streams als regulären Folgen und das werden wir auch erstmal so ein bisschen noch weitermachen, wenn wir dann, ich vermute, ich werde es nächsten Monat noch spielen, Alexander. Also das sind, ja, Rollenspiele dauern halt länger. Ich finde es dann schade, diese genau. direkt mittendrin abzubrechen. Ich würde die dann ja. schon ein bisschen länger spielen. Ähm, von daher ist das halt so. <laughs> ja, das, das wäre das. Am Freitag gibt es keinen äh, Spieleabend weil das der dritte Freitag im Monat ist. Da gibt es nie einen Spieleabend. Ich habe versucht, das im Discord einzustellen, aber Discord, das geht im Discord nicht. Also werde ich werd noch mal eine Erinnerung schreiben, aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Freitag also kein Stream und vermutlich Samstag auch nicht, weil ich Samstag zu 99,9% auch was anderes vorhabe. Das heißt, diese Woche gibt es nur den verkürzten Blätterabend oder nicht Extended Blätterabend für euch. Aber ich glaube, ihr werdet es überleben. Es ist ja genug Alternative da. Hallo, Herr Gator, dir einen schönen Start in die Woche. Ja, das war schon Alexander, oder? Naja, willst du nicht wissen, was ich Donnerstag bringe? Ich dachte, das hättest du gesagt. Nö, ich habe von so. Montag gesprochen, von Table of Abschei. Also ja, gestern. doch, ich dachte, ich dachte, es kommt jetzt Donnerstag auch nochmal. Nein, nein, nein. Ah. Ähm, am Donnerstag kommt eine neue Folge SimCity. Und zwar habe ich weitergespielt bei meiner Stadt. Ich habe wie angekündigt, die katastrophen eingeschaltet gelassen. und das war keine gute idee. also mhm. ich weiß, warum ich das als kind schon nicht gemocht habe. aber es sieht selbst donnerstag simcity. es geht weiter. ich glaube, dass mit den katastrophen, die sind ja zufällig, ich fände es interessant, wenn diese katastrophen halt aus fehlern beruhen, die man halt selber verursacht hat. weißt du, irgendwie... Mhm. Dass halt ein Brand ausbricht oder so, weil man halt irgendwie, keine Ahnung, doof gebaut hat oder mhm. das äh, Kraftwerk nicht gewartet hat oder sowas. Das finde ich, das ist dann fairer. Aber wenn einfach so, du weißt auch noch, dass das einfach Zufall ist, dass das jetzt passiert, das ist richtig doof. Das mag ich auch ja. nicht. Das kann ich gut. Machen. Nee. Deshalb werde ich es wieder abschalten in der nächsten Partie. Ach, kannst du das nicht im Spiel abschalten? Doch, aber ich wollte. Ah, okay nicht ähm, den Eindruck zerstören. Es war ja wirklich mal der Test, was passiert, wenn man die eingeschaltet lässt. Und mit dem Ergebnis war ich dann halt nicht zufrieden und habe dann beschlossen, bei der nächsten Partie es auszulassen. Also es ist nicht so, dass alles kaputt ist. Ich kann weiterspielen, aber halt nicht mal mit dem Feature. Ja, geht mir auch so. Zwisch gesagt, auch habe die Katastrophen in SimCity auch nie gemacht. Wenn einem die ganze Arbeit kaputt gemacht wird, ja, das ist auch nichts. Herr ja, genau. Im Chemiewerk geschlammt, zack, Godzilla kommt. Genauso stelle ich mir das vor. Genauso stelle ich mir das vor. Das wäre ja, das fände ich doch, glaube ich, ganz lustig, weil es dann eine Möglichkeit gibt, das zu verhindern. Mhm. Okay. Eine kurze trail pursuit runde ganz kurz, Alexander, bevor ja. wir gleich loslegen. Ne? Genau. Okay, also die Edition von 1989. Wo ist die Via Maler? Hm. Hm. Also wenn man es nicht weiß, kann man es, glaube ich, an dem Namen nicht rausfinden, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall was römisches. Richtig. Aber römisch Aber ist, ist ganz ist schön groß. Richtig. Und ähm, es ist nicht Rom definitiv, weil... Nee. Das hätte ich gehört. Ja. Da, da gibt es ja die... Namen sind mir wieder entfallen, aber wenn ich die höre, kann ich sagen, das ist Rom. Deshalb vermute ich, das wird eine andere Stadt sein, eine andere römische Stadt sein. Und ähm, Okay, wir machen es einfacher. Land. Mhm. In welchem Land? Ah, okay. Also es ist dann nicht Italien. Gut. Dann nee. ähm, Dann würde ich sagen... Ihr könnt auch mitraten. Einfach ein Land, wo die Römer waren, ne? vermutlich. Ähm, Tunesien. Also Nordafrika. Mhm. Karthago, die Gegend. Hast du Italien? Tobi sagt auf dem Mond. Auf dem Mond waren die Römer nicht. In Gallien. Okay. Waren die? Iberien, ja. Auch, ja. Ich wäre auch nicht drauf gekommen. Sagt wer? Der Mond. Es ist in Graubünden. In der Nein. Schweiz. Nee, das hätte ich nicht gewusst. Nee, ich auch nicht. Wo spielt Volker Schlöndorfs? Das ist ja ein lustiger Name. Den kenne ich den Volker Schlöndorf. Ich nicht. Die Aber fälschung. Ich, ja. Es gibt keinen Beweis, dass die Römer auf dem Mond waren. Nee, gibt es nicht. Es gibt ziemlich viele Beweise, dass sie nicht auf dem Mond waren. Wenn die Amerikaner schon nicht auf dem Mond waren, wir können dann die. Egal. <laughs> Hör auf damit. Hör auf mit dem Scheiß, Alexander. Keine natürlich schlafenden waren die Hunde auf dem wecken. Mond. Nein, nein. Natürlich waren die auf dem Mond. Da bin ich überzeugt. Ähm, also, den Sch Regisseur kenne ich. Ich nicht. Und Kennst du noch einen anderen Film Fälschung, von dem? Holger nicht ad hoc. Ich finde den Namen super. Schlöndorf. Hm. Schlöndorf, ja. Ja. Ähm, die Fälschung nee keine Ahnung. In Beirut. Hm, nee. Wie heißt der Weg, auf dem Christus sein Kreuz trug? Hm, das muss man wissen, die Via Okay, das war jetzt einfach. Via war einfach. Ja, aber der hat ja einen Namen und zwar durch Jerusalem geht die Straße bis zu dem Ort, wo er dann hingerichtet wurde, also auf dem Ölberg. Und äh, wenn du es gleich sagst, werde ich in die Tischkante beißen, weil Ostern es immer gesagt wird. Und das sind ja auch diese zwölf Tafeln in den katholischen Kirchen, wo ja die Wege der Kreuzigung ja dargestellt werden. Und das sind ja halt die Stellen auf der, der Straße. Er hat über 40 Filme gemacht, hast du? What? Okay, nee. Sagt mir gar nichts. Aber Alexander, du bist nicht alleine. Es weiß auch niemand. Eichenallee okay. ist es nicht und die Lindenstraße auch nicht. Also, Via war schon mal gut. Dolorosa. Dolorosa. Na jetzt hast gerade, wo ich es mal gesagt habe, ist dir also das ne? D, nee, weil Als du das D sagtest, fiel es mir ein. Ah, also, okay. das D war ja. der Reizauslöser. Ja. 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 Welcher deutsche Maler schuf 1926 das Bildnis der Schriftstellerin Silvia von Harden? Von hm, oder krass. von? Nee, von. Von Harden. Keine Ahnung. Weiß ich auch. Der hat ja auch einen coolen Nachnamen. Fast so wie ich Otto Dix. Gut, bekannt ist Otto Dix. Schlöndorf hat den ersten deutschen Ausland-Oscar gewonnen. What Dobson? Abend erstmal. Aber ich dachte, das wäre das Boot gewesen, 1982. Das war aber nicht der Sch 34 Walter Auszeichnungen Schlöndorf. hat er bekommen. Okay. Mhm. Scheinbar muss aber man welcher Film war denn das? Ich dachte immer, das Boot wäre der erste Film, der einen Oscar gekriegt hatte. Also deutscher Film. War der Produzent. Für die Blechtrommel. Oh ja, das stimmt. Die Blechtrommel. Hm. Mit Oscar und seinem Kindermädchen. nicht. <laughs> nee. Aber Günther Krass war schon ein cooler Schriftsteller. Sein letztes Buch oder vorletztes im Krebsgang, das fand ich richtig gut, weil da rechnet er mit der DDR ab. Das lohnt sich wirklich zu lesen. Ist nicht lang, aber super geschrieben. Alle Vor Sachen sind von ihm super geschrieben. Entschuldigung. Ja, ist wirklich schwere Kost. Bin mir nicht sicher, ob ich es mag. Aber es, ich sag mal so: Es ist schwere Kost mit Sinn, anders wie so Last of Us 2. Und es gibt selber doch eine Szene, die total genial ist, wo da. Unter dieser Tribüne steht, wo dieser Aufmarsch der Nazis ist für die Rede und wo er mit seiner Trommel in einem falschen Takt trommelt, absichtlich und alles dann durcheinander gerät. Das ja. ist wirklich grandios. Die Idee ist schon fantastisch. Ne? Das stimmt, ja. Ich, ich weiß auch nicht, wer den kleinen Jungen gespielt hat, aber es war auch ein fantastischer, fantastischer Schauspieler. Ja, war er auch. Mhm. Wer kann seine Angebetete auf zehn Kilometer riechen und sogar die genaue Richtung orten? Auf 10 hm. Kilometern, was ist das denn für ein Tier, was so einen extremen guten Geruchssinn hat? Ich vermute mal was im Wasser, Selma. Ein Hai? Oder, also ich vermute mal tatsächlich ein Meereslebewesen, ähm, das, weil das über nicht. Wasser ist es ein bisschen schwieriger äh, als in der Luft, weil da ähm, der Wind flüchtiger ist. Können ja, nicht aber der Wind ist Blut? auch. Ja, schon, aber der Wind ist auch schneller. Das heißt, mhm. die Duftstoffe haben eine höhere Reichweite sozusagen. So stelle ich es mhm. mir sogar eigentlich mhm. vor. Ich bin Weil es muss spannend. ja auch, ähm, also die Duftstoffe halten sich ja auch nicht ewig in der Luft. Deduktor sagt ein Wolf, Tobsen sagt ein Skunk, also ein Stinktier, und Fussel sagt ein Hirsch. Und du sagst ein Hai. Na, Hai nicht, aber nee, Hai hat ja keine kein Liebsten. Das ist ja, glaube ich, das Problem. Es muss also irgendwas sein, wo, wo die länger zusammen sind, vermute ich mal, ne? Also ein Hai Leveresen. können sehr ja gut riechen, ja. Ja. Deshalb glaube ich nicht, dass es ein Hai ist, weil der halt keine längerfristigen nee, Partnerschaften hat. Ne? Hast recht. Also wäre es dann in deinem Sinne eher ein Wal? Ja, ein Wal. Ein Blauwal, sage ich mal. Okay. Ich schaue nach und es ist der Schmetterling. <laughs> Sehr schön. Ach ja. Jetzt kommt wieder so eine Schülergraffiti-Frage. Was ist laut hm. Schülergraffiti von 1989 die Praxis, wenn Marx die Theorie ist? Der real okay. existierende Sozialismus. Nein. Die Praxis ist Murks, wenn Marx die Theorie ist. Hm. Ja, Snickers. Okay. <laughs> Welche europäische Hauptstadt erstreckt sich rund um den Zentralplatz Puerta del Sol? Hm. Europäische Hauptstadt, ja? Ja. Das kommt jetzt wie aus der Pistole geschossen. Ja, es müsste Madrid sein, weil Portugiesisch hört sich anders an. Das ist ja Piazza de Commercial. Deshalb nee, muss Madrid sein, ja. Sagt jemand aus dem Chat was anderes? Geistig-moralische Wende damals auch an der Schule. Ja, Das muss Alexander sagen, da war ich noch nie. Ah, doch, da war ich in der, in der Grundschule, war ich da. Da war man nicht so graffiti. Also, war Graffiti an den Wänden in der Toilette? Nee. Ja, natürlich. Nee, aber auch kein Graffiti. Hier mit dem Edding doch, und so, aber doch nicht mit Sprühdosen so richtig. Na, ja, aber ich glaube, mit Graffiti meinen die sowas. Kritzeleien also. von Schülern. Okay. Ja, Madrid ist richtig. Der Chat wusste es nicht. Welche Popgruppe sang und spielte 1982 den Sommerhit? Na, Alexander, das ist doch genau deine Zeit. Carbonara! Kinder, was ist das für ein Sommerhit? Halt? Münchner Freiheit. Da stand er selber es hier. Ja, genau. Die Münchner Freiheit ist es nicht. Vielleicht weiß es jemand im Chat noch. Ah, dann die anderen. Der Altherrenwitz. Hallo, dir einen schönen Start in die Woche. Er weiß es. Und Tobsen weiß es auch. Und Snuffer auch. Nicht sagen, Und to also, wenn Tobi es dann sagt nicht... Adriano Cilentano. Und der ist es nicht. Nein, nein, nein. Puzzle weiß Gruppe. es. Ich hab die Gruppe noch nie gehört. Ach, verdammt. Ist das eine deutsche Gruppe? Nee, ne? Was? Doch? Spaghetti Echt? Carbonara. Ja, von Spaghetti ist hier nicht, wird hier nicht. Äh ja, aber, aber das ist die Strophe. Okay. Ja, ist deutsch. Okay. Alles sag's, ich mir fällt nicht ein. Aber es ist eine Münchner Gruppe, glaube ich. Das Lied ist nur für Ah, okay. Okay, hast du gesagt, Fakt. Spliff war eine deutsche Band, die von 1980 bis 1985 existierte. Ihr musikalisches Repertoire verband Rock, Funk und elektronische Musik. Insbesondere die Keyboard-Sounds von Reinhold Heil und später das elektronische Schlagzeug der Marke Simpson SDSV prägten den Klang ihrer Musik. Das war die Nina Hagen-Band ohne Nina Hagen, okay? Nie gehört shocking. Nein, keine Ahnung, habe ich noch nie, habe ich noch nie Das Lied kennst du aber selber, wenn du das Lied hörst. Carbonara ohne ein. Cola, Coca-Cola, okay. Kann sein, kann sein, also im Moment ich, kommt mir da nichts bekannt vor. Welche Halle wurde am 12. Juni 1987 in Berlin wiedereröffnet? Ähm, eröffnet? hallo! Die Schwangere Auster wird sie in Berlin genannt und zwar war das auch diese Spannbeton-Halle, ähm, die dann zusammengestürzt war, Ende der 80er Jahre. Ein Geschenk der Amerikaner an Berlin. So eine Art Kongresshalle ist das, aber es war nicht, nicht, ähm, nicht die Messe. Richtig, die Kongresshalle. Also, okay. Was wurde 1987 mit der Pflanzung einer Eiche in Kassel eröffnet? Die Dokumenta. Ja, ah, ist richtig, Alexander. Die letzten Wie zwei waren richtig. Ja, die letzten zwei waren richtig. Wie nennt man das Hohlmaß, das als Grundeinheit für die Festsetzung des Ölpreises dient und circa hm. 159 Liter entspricht? Und bitte im Chat direkt sagen, wie der aktuelle Tageskurs ist. Und ja. zwar möchte ich gerne es wissen von der Marke Brent. Das ja. ist nämlich das Erdöl, was in das der Nordsee gewonnen wird von Engländern. Ne? Brent ist, glaube ich, die. Die Marke, ne, Selma? Oder ihr nicht da? Keine Ahnung. Okay. Also die Antwort ist Beryl. Barrel. Barrel, genau. Wer wurde 1987 deutscher Fußballmeister? Und das ist die letzte Frage. 87, ach ja. du Scheiße. Nee. 87. Also da, Arte, das, hätte, das hätte sogar ich gewusst. Na, dann muss es ja bei München sein. Richtig. So ich ist. hätte einfach den genommen, bei dem die Wahrscheinlichkeit am höchsten gewesen wäre. Mhm. Oh, der Doktor und Andulus meinen Bremen. Ne, es war Bayern München. Es war wirklich Bayern München. 82,47 Dollar. 47. Ah, Daktastor. okay. Okay, okay. Damit werden wir jetzt schon, okay, diesmal noch 15 Minuten später, weil wir ja noch ein bisschen das neue Konzept erklärt haben, aber in Zukunft sind wir dann schon etwas früher am Blättern und dieses Mal auch. Und ich habe, weil so oft in den Kommentaren auch bei YouTube immer gesagt wird, ja, die PowerPlay und die ASM habe ich gelesen. Oder die PC Player und die, ASM, und die ASM und die ASM und die ASM und deswegen haben wir mal wieder eine ASM genommen, Alexander. Generell mhm. ist es natürlich für uns ein bisschen schwieriger, so eine Multisystem-Zeitung zu nehmen, weil Alexander und ich mal wirklich so 0,0 Ahnung von Konsolen haben. Ja. Wir geben unser Bestes und eine Entschuldigung an alle Konsolenspieler da draußen, die sich da vor den Kopf fassen und sagen: Warum kennt ihr das nicht? Sorry. Emmy, hallo, dir auch einen schönen Start und einen schönen Abend. Aber ich finde, der ASM kann man Sagen was man will, die meisten Cover sind richtig cool. Ich weiß zwar nicht, was das hier soll, aber äh, guck mal. Der hat, der hat erstmal zwei Brillen auf. Mhm. Der hat eine Mütze auf. Der hat ein Schwert. Ich weiß nicht, was das ist. Ich dachte, das wäre eine Handyhülle, vielleicht schon vorausschauen. <laughs> der hat ein Backpack mit also so einen Raketenrucksack hat er. Und er reitet einen zweiköpfigen Chocobo oder sowas. Also Hut ab, der Mann ist weit vorne, was die Zukunft angeht. Findest du nicht cool gezeichnet? Ich, ich finde den schon ziemlich cool. Also, doch, die haben doch, schon... doch, ich weiß nur nicht, was genau, da, wo deine Hand jetzt ist, was das sein soll. Ist das, ähm, das Wasser? Hier? Das hm, hier? Nee, daneben. Nee, daneben. Das ist das Sattel. Ja, das ist der Sattel, du, ähm, ja, das ist der Sattel genau. Dieses Na, hier? Ich mein, das da, ja, genau. Glaub, ist da ist vielleicht ein eine Wasserflasche Tasche. drin Könnte oder sein. sowas? Ja, ne? Könnte sein, ja. ja. Er hat ja auch... Und was Fass, hält er in der Hand? Genau, ein Telefon oder sowas. Ein Funkgerät, ah. denke ich, hat er noch in der Hand. Also er ist echt gut ausgerüstet. Ja. Aber ist nicht so ein zweiköpfiges Tier total unpraktisch, weil du es doppelt füttern musst? Aber hat es auch zwei Mägen? Hm. Eigentlich eine gute Frage, ja nicht, oder? Also nee, es ist total er praktisch, so schnell weil, satt. genau, es ist total praktisch, weil während ein Kopf frisst, kann der andere noch gucken und laufen und so machen, ne? Nee, 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 er kann doppelt so schnell Nahrung zu sich nehmen. Äh, das natürlich auch. Das auch, ja. Und vor allen Dingen ist es auch praktisch, wenn ihm schlecht ist, kann er die Nahrung doppelt so schnell wieder loswerden. Das stimmt. Also keine Kolik oder sowas. Ja, das ist ja, <laughs> ja. Äh Cubicle, hallo. Er sagt... Ähm, wie war das neue Konzept? Ach so, ja. Da kommt man einmal zu spät und schon ein neues Konzept. Kann jemand mal... <laughs> ich kann es dir kurz sagen. Jeden ersten im Monat gibt es im normalen Blätterabend, wie du ihn kennst. Alle anderen Blätterabende fangen um Viertel nach acht mit den Blättern an. Vorher zehn Minuten Roll Pursuit. Das war's. Weil die sonst zu lange werden, wir unkonzentriert sind und zu müde sind. Ja, so, ne? Tobi sagt, ASM-Cover hat nie etwas mit dem Spielen zu tun. Das wollte ich gerade sagen. Das äh, haben die auch nicht. Ist, ist auch egal. <laughs> Könnte Dafür auch ein Akku-Pack fürs fans. Handy sein. Ja, auch richtig. Vielleicht Damals, ist ja. Aber das Handy ist Handys zu klein für 93. D-Netz-Handy vielleicht. Wer weiß, ne? Äh, hieß Day of the Tentacle wirklich offiziell mal Maniac Mansion 2? da haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten ob es offiziell wirklich mal so hieß oder ob die zeitungen das die ganze zeit gesagt haben da sind wir uns unsicher zweimal input aber nur einmal output weißt du doch gar nicht vielleicht gibt es auch doppelten output dreh doch mal um <laughs> bück dich äh, Tubsen sagt die asm war mein erste spielezeitschrift die haben extra ein englischen Künstler für die Covers engagiert. Ah, okay. Mhm. Hatte zwar konkret nichts mit den aktuellen Spielen zu tun, aber war aufmerksamkeitsstark im Zeitungsregal. Ja, absolut richtig. Passt ja irgendwie, weil Anfang der 80er hatten die Spiele Cover, vor allem bei Atari 2,600, ja auch selten was mit dem Spiel zu tun. Ja. Da waren viele, glaube ich, sehr enttäuscht, wenn sie dann das Spiel reingelegt haben und dann nicht diese geniale Grafik vom Cover entdeckt haben. Hatte aber auch nie jemand wirklich mit gerechnet, oder? Ah, so? Ich weiß nicht. Ob nicht Kinder schon ein bisschen enttäuscht waren, wenn du sowas geschenkt bekommst? Auf der Rückseite waren ja Nein. meistens Screenshots, oder? Hat man sich die nicht auch angeguckt? Ich ja. weiß es nicht, kann sein. Also, ich, ich fand es ich fand's nicht so gut, weil das wirklich komplett auseinanderging. Mhm. Make Mansion 2 hatten wir schon. Syndicate. Mhm. Freddy Farkas, Seven's Guest. Ja. Können wir beide nicht so mit anfangen. Freddy Farkas, aber es haben ja Ja. Und dann Persia natürlich. Mhm. Mac Warrior, welches auch immer. Mhm. Isha 2, Spot und Protostar. Ja, und was noch? Ja. Die ähm, ja ist dieses Adventure. Gefallen. Cool World. Keine Ahnung. Die Superpleite auf Film und NES. Ist es wirklich ein Adventure? Wenn es auf NES gekommen ist? Mir sagt es nix. Also ich. Wenn es auf NES ist, hätte ich mal gesagt, das ist ein Jump'n'Run. Aber ja. <laughs> Irgendwann gab es einen Kipppunkt, da sagten dann die Spiele, sahen dann die Spiele besser aus als die Boxcover. Das stimmt. Aber da gab es dann bald keine Boxen mehr. Äh, ui, Cool World. Ich liebe die. Waschki-Filme, aber der ist echt schwach. Okay, da musst du noch mal ein bisschen ausholen. Kann er nicht folgen. Also, Cool world an den Film kann ich mich nicht wirklich erinnern. Filmversuchtung von Cool world Ja, ja, richtig. So, und auf der nächsten Seite haben wir ganz viele Wrestler, von denen wahrscheinlich die Hälfte nicht mehr erlebt. <laughs> das weiß ich nicht. Ich glaube, wir hatten schon öfter, also wir beide sind ja keine. Wrestling-Profis. Nein. Aber soweit ich mich erinnere, waren, glaube ich, einige Wrestling-Spiele gar nicht so schlecht. Ich weiß aber auch nicht mehr, welche ich meine. Manuel hätte mal sowas gesagt. Mhm. Drei sind verstorben und drei leben noch. Okay, drei sind tot, drei leben. Und was ist mit den anderen sechs? Oder von denen weißt du es dann nicht, ne? Die beiden in der Mitte sind leider tot. Also hier mhm. ich kenne eher welche von denen als die aktuellen das geht viele in vielen so. auf ja, dem cover ah, hier okay drei leben und drei sind tot das ist 50 prozent das ist echt mhm. das ist kein beruf viel. den ich machen möchte Nee. stimmt in der asm gab es immer so postkarten vorne drin die man mit so viel mhm. Waren die vorne oder? Die waren farbig bedruckt, ne? Die waren farbig bedruckt. Und das Schlimme war, die Cover sind eigentlich das hier von ähm, Betrayal at Crondor. Das ist doch ein wunderschönes Cover, ein wunderschönes ja. Motiv. Wenn dir der blöde Text nicht gefällt, kannst du den unten wegschneiden. Bei den ja. meisten war es aber leider sowas. Hm. Und das ist total doof. Oder sowas hier. Da, da irgendwie so ein lustiger Spruch drin, der nicht lustig war. Ah, das fanden wir damals auch schon immer doof. Ja. Ralf Baschki ist der Regisseur von Cool World. Berühmt ist er aber für Klassiker wie Fritze Cat. Ja, okay, das kenne ich. Starker Verkehr, Feuer und Eis oder der Herr der Ringe aus den 70ern. Ah, okay. Danke für die Aufklärung. Ja, ist fast wie Cool World, ne? Mit so einer... Äh, <laughs> mit, mit, mit äh, Buntstiften gezeichneten Figur daneben. So, da blättern wir schnell drüber, da kommen wir später nochmal zu und steigen gleich mit den News ein und alleine dieser news ist doch ist doch, ne, Alexander, ist das nicht 90er? Doch. Doch, das ist 90er. Extrem, ne? Aber sehr stark, ja. Feuer in Eis führt hier sehr zur Verwirrung, ja, weil Alexander immer meint, es ist ein Schießspiel, nur weil er den Bogner-Film so kennt. Und die Autos. Und die Autos, stimmt. Uh, Campaign. Fire and Ice Edition von Volkswagen. Für den Golf 2. <laughs> Für den Golf 2. <laughs> uh, ja, okay. Mario's Time Machine. Oh. Ich hab's, glaube ich, schon mal erzählt. Aber bei dieser Summer Surprise Challenge von MicroPros, Alexander, was meinst du, wer da mitgemacht hat? Und wer das einzige uh. Mal in seinem Leben was gewonnen hat? Ein Freiflug mit Billy white. Quatsch. Stealing? Quatsch. Nein nein, 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 nein. Nein, nein. Ich hab ich hab ähm, so eine billige Aviator-Sonnenbrille war dabei und ein T-Shirt. Aber ich hab oh. was gewonnen. Ich hab was gewonnen und bin jahrelang mit einem Microprose-T-Shirt rumgelaufen äh, und keiner wusste, ja. was damit anzufangen. Weil da stand hinten, glaube ich, Microprose drauf und vorne so Summer Surprise. Aber ja, schade. <laughs> Das habe ich nicht mehr. Aber das war sehr lustig. Ich wollte nämlich hier so eine coole Lederjacke haben, so eine Fliegerlederjacke zu B17 okay. ja, Aber Die war natürlich teuer, ne? Ja, die habe ich auch nicht. Die haben wahrscheinlich Spieleredakteure äh, redakteure gekriegt, Spielemagazinredakteure. <laughs> Team 17. Sag Stopp, wenn dir was ins Auge fällt, worüber du sprechen möchtest. Ja, ne? Hast du die Comics gemocht von Inspector Gadget? Ja, absolut. Absolut. Also bei einigen ist das ja die, das Theme-Intro der Gummibärenbande, das sich so richtig eingebrannt hat. Oder das A-Team oder A-Team, was sich eingebrannt hat. Mhm. Bei mir ist es Inspector Gadget. Also ich habe jetzt einen Ohrwurm und ich weiß, dass ich ihn morgen immer noch haben werde. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich mochte Inspector Gadget immer sehr, sehr gerne. Das. Habe ich sehr gerne geschaut. Ich glaube, du warst schon zu alt dafür damals, oder? Ja, ich, mir hat es nicht so gefallen. Und ja. mit diesem komischen Hut. Ähm, ja, finde ich. Der erinnert Google mich Gadgeto eher Obst an Carlsen vom Dach. Ne? Ja, heute ist das ganz komisch. Heute ist das ganz komisch. Aber früher, also ich fand Inspector Gadget super. Ja. Gadgetto-arme, ganz genau. <laughs> Hast du gesagt, verdammt, ich jetzt auch die <laughs> Melodie der Gummibärenbande. Ja, sorry. Aber warum soll ich nur alleine leiden, ne? Richtig. Oh, Syndicate. Ja, dann erzähl mal. Warum ich? Hast du es nicht gespielt? Doch, aber ich glaube, du warst der größere Fan von dem Spiel. Ich habe es angespielt, ich habe es ein paar Stunden gespielt, aber ich habe es nicht durchgespielt. Okay. Ich habe. Muss ja jetzt auch dann irgendwie so im Sommer gewesen sein, vermute ich, in den Sommerferien noch das erste mal kontakt mit syndicate gehabt, weil ein freund auf einer pc games oder so die demo diskette hatte und das syndicate passte mhm. wirklich, das waren 500 kilobyte oder so. und mhm. da war auch nur der erste level, den man spielen konnte und immer und immer und immer wieder, aber ich glaube, ich habe keine andere demo so hoch und runter gespielt wie syndicate. und war einfach so ein klasse spiel, so düster so und auch heute noch wenn ich, da habe ich die Melodie, diese, diese dumpfe Melodie und dazu dieses von diesem Überzeugungsstrahler und dieses Pfeifen der Minigun und ach, das ist, das ist vielleicht für mich das Bullfrog-Spiel. Für dich ist es wahrscheinlich Populous oder sowas, Alexander, aber für mich ist es. Powermonger mehr. Oder Powermonger. Für mich ist es definitiv Syndicate. Und ich hatte das ja schon mal erzählt, dass ich mit einem Freund zusammen eine Komplettlösung geschrieben habe, mhm. ähm, weil wir die an die Powerplay oder so schicken wollten und es irgendwie 600 Mark oder 800 oder sowas dafür gab damals. Mhm. Und wir hatten die alle in so einem Text, in so einer Textdatei und haben dann die Karten so mit ASCII-Zeichen nachgemalt und so weiter und hatten die fast fertig. Uns fehlten zwei Level oder so. Hatten die auch schon ausgedruckt auf bei mir auf meinem drucker auf endlos papier und dann hatten wir den parity boot b virus und es blieb mhm. uns nichts anderes übrig als das ganze system zu formatieren und da war natürlich die textdatei dann auch weg und ich meine wir hatten zwar noch alles aber man hätte alles wieder von den ausdruck importieren müssen ne das haben wir nicht gemacht und dann ist uns jemand zuvor gekommen. leider aber es ist wirklich ein tolles spiel gewesen auch ein spiel was man dann wenn man morgens zur Schule gegangen ist, Rechner angemacht, Monitor aus und das Spiel einfach laufen lassen, damit man mehr Geld hatte. Also das äh, lief dann immer so im Hintergrund weiter. Tolles Spiel. Wir hatten viel, viel, viel Spaß damit. Es gab noch eine Zusatzdiskette, American Revolt, die dann auch endlich den versprochenen Netzwerkbodus hinzugefügt hat. Ich glaube, man konnte sogar mit acht Leuten im Netzwerk spielen, aber das war mehr so... Deathmatch auf mhm. auf so einer Karte und es war halt einfach nur Chaos. Wir haben es, glaube ich, einmal ausprobiert und das war's dann. Hast du find's auch gut. Super Game, ich hab's geliebt. Ja, ich auch. Wie sagt, über Syndicate stolpern wir gefühlt jede zweite Woche. Vielleicht sollten wir mal eine <laughs> alte HC aus den 80ern gucken. Das hatten wir doch schon. Die Happy Computer hatten wir doch. Wir hatten doch auch vor jetzt gerade bei YouTube veröffentlicht. Irgendwie eine ältere Powerplay. Also, ja. Und letzte Woche hatten wir kein Syndicate. Ich glaube, davor die Woche hatten wir auch kein Syndicate. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass wir über Syndicate gesprochen haben. Das muss schon ein Stückchen her sein. Ja. Und es ist SVGA in nur 16 Farben. Und das sieht richtig gut aus. Ja. Das sieht man, dass man auch mit wenigen Farben, mit einer geschickten Farbwahl atmosphärisch wirklich sehr viel herauskitzeln kann. Ja. Oder vielleicht kommt es dir so vor Cubicle, weil du YouTube und Twitch parallel guckst oder so. Weiß ich nicht. Da kann das natürlich dann mal vorkommen. Weil auf YouTube sind, glaube ich, acht Wochen, hingen wir da hinterher. Ja, das ist ähm, eindeutig, ne? Mhm. Tschüss, Amiga. Ja. Oh. Das ist doch dieser Super Mario-Film mit Bob Hope, oder? Keine Ahnung. Doch, ich glaube, das sind diese Goombas aus dem Super Mario-Film. Oh, der, war, der mhm. war ganz übel. Der war ganz übel, dieser Film. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich habe den geschaut und ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Wer sind die Leute? Das hatte so viel, so wenig mit dem, mit dem Spiel zu tun. Aber er war auch mit Dennis Hopper. Und Dennis Hopper mag ich auch. Ich mag Bob Hope und Dennis Hopper beide sehr Jacked Alliance. Ja, super. Star Trek: The Next Generation wurde 93 mhm. schon beworben, ist glaube ich dann 95 rausgekommen. Also und zwar für den Super NES. Stimmt, du hast recht. Diverse Versionen von Star Trek Next Generation scheinen endlich etwas zu werden. Adventure mit Top-Grafik für das Super NES und den PC. Mhm. Und, 3DO. und die neue Wunderkonsole 3DO. Mhm. Guck mal, Tornado, das von Holobite in den Staaten vermarktet wird, hat mal mhm. wieder einen Release-Aufschub bekommen. Auch interessant, dass das in den USA von Spectrum vermarktet mhm. wurde. Das Falcon 3.0 lebt immer noch. Scenario Disc, Bane of Bagdad. Das klingt doch so ein bisschen nach 1000 und einer Nacht, oder? <laughs> und MiG-29 steht für den erweiterten Flugi. Für erweiterte Flugi-Action. Stimmt, die ASM hatte ja Flugis und Stratis und Rollis und... Furchtbar. Ja. ja. Super Offroad. Inferno, TFX... Blue Force von Tsunami. Und Seawolf. Mhm. SN21 F15, Strike Eagle 3. Ja, Spaceship Warlock, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das war ja dieses Render-Ding vom Mac, was ganz komisch aussah. Genau. Hier. Capstone. Keine Ahnung, wie die immer an die Filmlizenzen gekommen sind. Wales World, Wayne's World, Beverly Hills Hillbillies. Ich meine, sie haben sich keine teuren äh, Lizenzen rausgesucht, aber irgendwie immer nach Filmen alles gemacht. Mhm. So, Wolfpack wird hier beworben von Nova Logic. Richtig. Und Armored Fist. Mhm. Panzersimulation im Comanche-Stil. MicroProse hat Bloodnet, Fleet Defender im Angebot und Railroad Tycoon Deluxe. Mhm. Was wir ja auch schon im Replay hatten. Ja. Oder besser gesagt, wie hieß unser Format? Reconnect. Ja. Beides. Beides im Replay und im Reconnect. Beides. Revell bringt Computerspiele mit Boundsatz raus. Was ist daraus geworden? Die sind rausgekommen. Ja. Oder fünf Stück, glaube ich, gab es so Revell-Bausätze, die aber wirklich, keine Ahnung, gefühlt fünf Teile hatten realistisch vielleicht. 20, 30 Teile hatten. Ich glaube, die waren sogar ohne Kleben. Ich glaube, die konnte man zusammenstecken. Und mhm. da war halt eine CD oder eine Diskette mit bei. Und da war halt immer so ein Spiel mit dem Bausatz drin. Also ich kann mich irgendwie an ein Auto erinnern, irgendwas. Und da war dann so ein Rennspiel oder so mit bei. Das war jetzt nicht, nicht wirklich was. Ja. Mit The Elder Scrolls wagt Bethesda Softworks den Sprung ins Rollenspiel, weil vorher hat, was hat Bethesda vorher gemacht? Wayne Gretzky, glaube ich, dieses ähm, Eishockeyspiel. Dann hatten die, glaube ich, ein Schachspiel. Mhm. Und Terminator. Viel mehr haben die, glaube ich, vorher nicht gemacht, ne? Ja, und dann kamen die mit einer Reihe, wo jeder schon ganz fiebrig ist auf das nächste scroll in zwei drei Jahren ja gibt es eine Reihe die länger gehalten hat und immer noch produziert wird ähm, wann war das erste GTA da Na, du hast recht ja konnte auch oben? so in der Zeit 94 93 94 Final Fantasy, Fagato, 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 stimmt. Fantasy, ne? stimmt. Mhm. Ja. Also diese ganzen japanischen Sachen haben ja eine sehr lange Tradition. Stimmt. Da ist aber das, das, das. unterschlagen wir immer, weil wir keine Ahnung davon haben. Ja. Aber es ist auf jeden Fall schon eine sehr alte Serie, die immer noch. Mhm. Hier, das ist ja auch was für dich. Nun hat man endlich Judand gefinisht. Klasse Strategie-Game, das ein paar schicke SVGA Seeschlachten lebendig werden lässt. Ja, da bin ich mal gespannt. Das Cover ist dann nicht sehr beeindruckend. Alexander. Das Handbuch noch weniger. Du musst das dringend spielen. Tolle Animationen, die nur knapp dem Videofilm verfehlen. Mhm. Wow. Ja, ja, Dragon Quest, Mario, Zelda. Ja, okay. Sagen wir es sagen anders. Gibt es sonst noch was, was auf dem PC geboren wurde? Jack the Lines. Ja, da war Holler oh, die Waldfeder. Das war aber richtig. Ich habe nicht gesagt. Jetzt ja. genau ja, ja, immer gut gewesen sein. <lacht> stimmt. Stimmt. <laughs> nee aber du hast schon recht. Ähm. Das kenne ich gar nicht. Super Battle Tank mm -mm. Turn and Burn sagt mir nichts. OS Yell mit Jim Powers. Ah hier, Turn and Burn. Flugie Action, meine Herren. Lone no man Das tolle Star, Star Trek. Trek 2. Warum ist hier Judgment Star Trek? Pride. Ja. Wahrscheinlich stand der Titel noch nicht fest. Ist Doch, vermutlich... da oben steht's. Da oben steht's. Um ganz oben. Ja. Mhm. Ist vermutlich ähnlich wie mit ähm, Day of Tentacle. Das ist einfach, die Spielezeitschriften haben sich da selbstständig gemacht. Das sieht aber, ich warte mal, könnt ihr das im sehen hier, das sieht, das sieht nicht gut aus. Mm -mm. Guck mal, da musste ich hier rein, so reindrücken, hier ist glaube ich so eine Ausbuchtung drin und dann musste ich hier mm. auf die, mit so einer Folientastatur fast. Ja, ich glaube das war eher so gummiartig. Ich hatte ja. mal jemanden gesehen, der das hatte. Das war eher ne, so ein dickes Gummi, mhm. das man drücken muss. Sehr unangenehm, könnte ich mir vorstellen. Konnte man das denn drehen? Turbo-Touch 360. Nee, weil man dann glaub, hier 360 Grad ja. mit, ne? Ja. Genau, genau. Äh, Cubicle sagt, bei Jutland kann man immerhin auf die Verpackung schreiben, dass die Programmierer live dabei waren in Skagerrak. <laughs> Jedenfalls sieht das Spiel so aus. Okay. Die waren nicht nur in Skyrack dabei, sondern die sind noch mit zu Scarpa Flow mitgefahren und haben die Ventile geöffnet. <laughs> Traumaturm sagt: Ich ah. hatte erst einen PC, da kam gerade Dungeon Keeper raus. Aber PC war noch nie so meins. Auf dem Amiga 500 hatte ich gern hin und wieder was gespielt, aber sonst immer nur Konsolen. Dann mhm. kennst du dich auf jeden Fall in dem Bereich besser aus wie wir. Ich glaube, dass einige vom Amiga auf die Konsole direkt umgestiegen sind und den PC dann wirklich nur auf der Arbeit oder als Arbeitstier äh, Echt? benutzt haben. Das war auch eine Preissache, selber. Überleg mal, so eine Konsole hat 300, 400 DM gekostet, ein PC. Um tolle Spiele spielen zu können, musstest du schon 2000, 3.000 D-Mark hinlegen. Ja, aber ne? ist das nicht auch so eine Genre-Geschichte gewesen? Wenn du auf dem PC warst, warst du halt schon Simulationen, Strategie-Spiele, Rollenspiele gewöhnt. Ja, und dann der Wechsel auf die Konsole hin zu den action plattformern und so weiter? Auf den westlichen Märkten hat man zumindest versucht, ähm, bei NES und Super NES oder auch bei dem Sega Mega Drive und vor allem bei Master. Homecomputer-Spiele zu portieren, wie dieses Ace of Aces, was ich mal hatte. Ähm, aber es gibt auch Populous und alles andere auf Konsole. Da gibt es einige. Also, es ist nicht nur wirklich Jump'n'Run. Ja, das ist richtig. Aber Jump Run ist das vorwiegende Genre gewesen, zur damaligen Zeit. Ich meine, es gab ja auch Jump'n'Runs auf dem PC, ne? Monarchien ja. zum Beispiel und sowas. Ja. Tobson sagt, und da gab es schon das Super Nintendo mit dem damals perfekten Gamepad. Ja. Regato sagt, in meiner Ausbildung gab es nur Terminals und eine AS400. Ja, kenne ich. War bei mir auch so. Stonekeep. Ja, Stone Keep habe ich äh, gespielt. Also wenn du Lust hast, kannst du das hier auf YouTube nachschauen. Ich habe es aber nicht durchgespielt. Ich war relativ gefrustet mit dem Spiel. Mauscursor mit dem D-Pad steuern war immer eine Qual. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hat sich erst mit dem Steam Deck verbessert. Da haben sie, glaube ich, die richtige Lösung gefunden, wie man eine Maus auf einem Handheld ja, oder, oder auf die, ein bei dem Gamer der PS4 ging das auch mit dem Touch-Ding. Ja, aber ähm, das Perfekte bei das, beim Steam Deck ist, ähm, dass du halt zwei hast. Mit dem einen steuerst du dann wirklich die Maus und mit dem anderen kannst du dann halt ähm, drücken. Zum Beispiel, je nachdem, wie du es eingestellt hast. Also ich finde, ähm, ich komme damit viel besser zurecht als bei der PS4 oder PS5. Ich muss geschehen, ich habe kein Spiel echt. auf dem Steam Deck gespielt, wo man diese Touch-Dinger okay. brauchen musste. Okay, ich habe es noch nie ich ausprobiert. Schon. Mach das mal, das funktioniert echt gut. Jurassic Park, mhm. The Dick, Outdoor Spielberg. Ja. <laughs> Max. Hat man letztens erst ein Replay, wo Auto Spielberg war, ne? Mhm. The Goonies. Jurassic Park? Nie gespielt. Filme fand ich ja immer toll, Vor, die Bücher noch viel besser. Aber Computerspieltechnisch. Ich glaube eins, ne? Ah, ich meine, ich kenne nur eins. Ja. Nee, es gibt eins. Dino Park, der Originaltitel, genau. ja. Mhm. Rebel, Rebel Assault, Assault. habe ich rein zufällig wieder in meine Sammlung reinbekommen, neu. Rein zufällig, ja. bis morgens die Kein Straße bisschen. lang gegangen, da lag da halt ein Rebel Assault. da ne? lag es. Das soll man machen. Ja. Nee, der, der, ich hatte mir, ähm, ich hatte ja nur diese Sammeledition, die hatte ich ja ja beim letzten Mal gezeigt. Und da ich ja ähm, X-Wing und TIE Fighter jetzt separat gekauft habe, habe ich mir da gedacht, jetzt kaufe ich mir auch nochmal Rebel Assault und dann habe ich alle drei Spiele, die ich brauche und habe dann diese Sammeledition weggegeben. Ich habe gerade Comic Center gelesen, aber nein, Cormac Center. Mac Das war auch zu viel, der, zu viel der Ehre gewesen in dem Alter. Ja, das glaube ich auch. Komisch, dass diese Publikumsmessen in den Vereinigten nicht fun Staaten nicht funktionieren, ne? Ja, ich, ich weiß, ich habe da auch letztes Jahr oder wann die E3 aufgekündigt wurde, darüber nachgedacht mhm. worden, dass wohl liegen kann, ob das. Die E 3 war ja auch so komisch aufgeteilt. Vielleicht liegt es hm. daran. Vielleicht war die in der falschen Stadt. Ich, keine Ahnung. Irgendwie vielleicht ja. zu teuer. Ich weiß es nicht. Oder aber es mag halt in den USA keiner mehr. Weiß ich nicht. Ja. In Europa ist das anders. Also die Game Gamescom Platz aus aller Nähten. Ähm, die haben jetzt schon mehr Aussteller unter Vertrag als in den letzten Jahren. Auch die Großen kommen zurück. Da scheint es einen Bedarf zu geben. Und was sie gemacht haben, was sehr schlau ist. Sie haben sich geöffnet, sie sind ja nicht nur im Spielebereich tätig, im Computerspielbereich, sondern auch diese ganzen Anime-Geschichten macht sie jetzt und jetzt ganz neu Brettspiele. Und das macht ja Sinn, weil sehr viele moderne Computerspiele ja dann auch ihre Brettspiel-Adaption haben und dann geht das Hand in Hand. Und klar, ist ja die gleiche Zielgruppe, also wer gerne Computerspiele spielt, spielt meistens auch gerne Brettspiele, also das schließt sich ja nicht aus. Richtig. Bisschen viel Micropros-Werbung in dieser Ausgabe, deswegen schreiben wir noch mal kurz über zehn Jahre Micropros. Warum auch nicht? Yep, ja, Gewinnspiel halt, ne? Ja, das muss sich ja irgendwie bezahlt machen. Michael Stevenson ist ah, ja, 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 ja. von Micropros Deutschland. Ja, aber man merkt schon, dass er bei einer Computerfirma und nicht beim Herrenausstatter gearbeitet hat. sacco? Dann liniertes Hemd und dann eine Krawatte, also das passt ja überhaupt nicht. Das passt nicht, aber vielleicht war das damals so? Ich weiß es ehrlich gesagt. Das ist nicht. Nee, nee, also es musste schon passen, schon damals. Also diese Grundvoraussetzung, es muss passen, galt immer, ja. Okay, okay, okay. <laughs> ja. Ich finde das Wort Flugis total doof. Ich, ich finde diese Verniedlichung grundsätzlich doof. Ja. Ja. Und was sollen diese halbnackten äh, Prinzessinnen hier? Vor auf allen Dingen Chess Maniac. Das war doch nicht von Microprose. War das nicht auch von Code? Traut das ja eher Interplay zu. Oder so. <laughs> ich weiß es aber auch nicht mehr. Ja. Hm. Uwe Fürstenberg, Marketingleiter Deutschland. Gut, also das klingt jetzt so, als hätte Microprose eine riesengroße Niederlassung in Deutschland gehabt. Ich glaube, die waren auch in Gütersloh. So groß waren die halt nicht. Das war halt nur Marketing ne? und ein bisschen äh, Vertrieb hier. Also da waren jetzt ja. keine Entwickler oder so. Nein, nein, Hallo, nein, dir einen schönen Start in die Woche. Kann es nicht sein, dass die hier oder war das Electronic Arts, die in mainz castell waren? Also einen gab es auch hier in der Nähe. Das weiß ich nicht. Das könnte sein, dass es bei Electronic Arts so war. Ich ja, bevor die nach Köln gegangen sind. Und die hatten Programmierer <laughs> und haben immer noch. Aha, der selber findet Verniedlichungen doof. Ja. hastie. Ja, ein Hundeleben. Briefe. Okay, da gehe ich mal weiter raus, damit wir hier schneller rüberkommen. Und blättern mal seitenweise weiter. Ha, Moment, da warst du gerade schon. Prince of Persia, oder? Ja, aber hier steht, was man gewinnen kann, oder? Bei diesem Summer Surprise. Ah. Eins Thrustmaster Super Joystick Set inklusive eines passendes Spiel, ein Jahr Abo. Hier die Sonnenbrille. Also ich habe die Sonnenbrille bekommen und die T-Shirt. Du hast die Brille, die auch Arnold Schwarzenegger trägt. Ah, genau. Hast du die noch? Ganz nach. <laughs> das war so ein ganz flimsiges Gestell, das war richtiger Schrott. Also, da, da nee. Davon habe ich nichts mehr. So, was wolltest du? Ah ja, Prince of Persia, genau. Nein, da geht's los. Mhm. Den ersten Teil hast du gespielt, den zweiten nicht mehr. Richtig, ja. Den ersten Teil fand ich ganz gut, da waren ja die Animationen wirklich grandios. Im zweiten auch. Im zweiten auch, die Grafik sieht auch bildhübsch aus. Ja. Also grafisch ist der zweite wirklich toll. Die Animationen sind ganz, ganz cool gemacht und es gibt auch mhm. gibt auch mehr. Er ist aber mehr comic-lastiger und er ist mehr unfairer, hatte ich das Gefühl, wie den äh, ersten Teil. Okay. Weil es gibt Geister, die dann einfach durch, durch Objekte durchfliegen und dich umbringen, irgendwelche Schlangen, wenn mhm. du falsch gehst und so weiter. Das war schon stellenweise sehr viel auswendig lernen. Aber war trotzdem ziemlich cool. Wir haben es gerne gespielt, weil es diese Tausend- und Eine Nacht-Atmosphäre halt mitgebracht mhm. hat, die ja eh nicht viele Spiele äh, haben oder mitbringen damals. Ja. Hatte eine erweiterte ja. Story. Mir hat es sehr gut gefallen. Und wer sich jetzt gerade fragt, hey, ihr habt doch gerade erzählt, ihr könnt keine Plattformer. Das sind ja Cinematic-Plattformer. <laughs> Aus Gründen, die ich nicht verstehe, kann ich die. Waren die Animationen nicht vom Bruder des Entwicklers oder so? Also der Bruder von. Wie heißt der? Französischer Name. Ja. Ja, der wurde dabei gefilmt, genau. Und es war. Ja, es war Robo Roboskopie, nicht direkt Motion Capturing. Motion Capturing bedeutet ja, dass du hier diese Punkte überall hast, diese Daten und deine Bewegungen im dreidimensionalen Raum aufgezeichnet werden. Das, das gab es da ja noch nicht. Fotoskopie ist, machst halt Fotos und zeichnest über diese Fotos halt drüber das, was du dann auf, im Spiel haben möchtest. Das gibt es für Filme ja. oder halt auch in ja, und das ist uralt. Ne? Da gibt halt es ja diese, mit den Filmen, mit den Schwarz-Weiß-Filmen, wo sie Bewegungsabläufe von Menschen und von Tieren ja Bild für Bild dokumentiert haben. Richtig. Nicht zu verwechseln mit dem Stop-Motion, wenn dann der, mhm. der Godzilla so durchs Bild wankt. Das ist dann immer, wenn halt ein Bild gemacht wird, die Godzilla-Figur ein kleines bisschen bewegt wird, nächstes Bild kleines bisschen bewegen, nächstes Bild, sodass dann eine flüssige Animation daraus entsteht. Ja. Okay, da gerade erst ein weiterer Teil erschienen ist, dann ist Prince of Persia länger dabei als Elder Scrolls mit Paul. <laughs> stimmt, das stimmt. Hast recht, ja. Auf jeden Fall. Ja. Wobei, hat denn das Neue noch so viel mit dem Alten zu tun? Aber gut, diese Evolution hat es ja immer gegeben. Und die Grundthematik ist ja klar. Das ja. Lustige ist ja, man spielt ja gar nicht den Prinzen bei Prince of Persia, ne? Wusstest du das nicht selber? Nee, ich dachte, das wäre der Prinz. Also ich bin mir ziemlich nee, sicher. Der Prinz hat die Prinzessin entführt. Nee, und du das bist ist nicht ein der Prinz. Name. Am Ende, am Ende bist du dann der Prinz, indem du die Prinzessin dann ähm, du die Prinzessin dann bekommst. Aber ich Prinzessin nicht immer, wo, mein, wo ist mein Prinz und so weiter? Du wirst der Prinz ganz am Ende, wenn du das Spiel schaffst. Ah, okay. Also im zweiten Teil bist du es auf jeden Fall. Okay, da, da kann ja sein, macht ja Sinn, ne? Dass im zweiten Teil die Geschichte dann weitergeht. Ganz genau, Tobsen, ja. Ja. Ja, manche Zeitschriften haben einen früh geduzt, ne? Mhm. Aber das hier ist ja Werbung. Also das ist, oder wirst du hier geduzt? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das ist ja von, wie auch immer die heißen, Werbung. Gut, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo wir nichts zu sagen können. Mhm. Was ist denn die Super NES? Das ist doch die SNES, ne? Richtig. Okay. Weil die meisten haben es ja wirklich abgekürzt und nicht Super NES genannt, oder? Ich weiß es nicht. Ich kannte ja niemanden, der einen hat. Also, ich kannte jemanden mhm. weit entfernt, der einen hatte in unserem Freundeskreis, mhm. aber ich selbst soweit nicht. Mhm. Auch Super Famicom. Genau, aber Famicom ist doch Japan, USA, oder? Super Nintendo, ja, okay. Mhm. Ich glaube, nur Japan. Ich glaube, in den USA hatten die schon ähm, NES genommen und auch dann die ah, Formen okay. verwandelt, damit es eher aussieht wie ein ja, Videorekorder. Ja, richtig. richtig. Und an ja. Europa haben die, glaube ich, gar nicht gedacht. Ähm, ich glaube, das war auch der letzte Kontinent, der dann erschlossen wurde. Oh je, ja, 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 ja. Scheint ja. aber kein schlechtes Spiel gewesen zu sein, im Gegensatz zu diesem hier. Zu dem hier. Ja, den gibt ja immer noch, ne? Echt? Na, ist jeden er, Sonntag er kannst du von dem lesen, wie wie scheiße Tuchel Ernsthaft? ist oder. Ja, ja, natürlich. Der ist ein sehr äh, gern eingeladener Gast und Kolumnist in jeder Fußball-Talkshow. Im Jungle so, war der noch? Nee, war der auch Jungle Nein, das braucht er nicht. Der ist ja Nationaltrainer von diversen Ländern gewesen, hat ja auch einen Trainerschein, also der hat schon ein also, bisschen mehr drauf. Also er hat's besser, es ge <laughs> Bäcker gemacht wie Bäcker. Äh, besser gemacht wie Bäcker, ne? Ja, das stimmt. hat mit seinem Ruhm was, was anfangen können. Ja, ist doch gut. Ja, er verschleißt halt nur viele Ehefrauen. Ich habe schon aufgehört zu zählen. Gut, das ist ja sein Problem. Der nächste Plattformer. Oliver ist ja jetzt nicht hier. Meinst du, Oliver würde erlauben, wenn wir sagen, das ist ein Euro-Plattformer? Natürlich. Ja, ne? ja. ja. Definitiv. Der hat doch vor ein paar Jahren noch mit seinem Counter-Five für ein Fußballtaktikspiel geworben. Ernsthaft? War das ein Handyspiel? Heute wäre es eine Dating-Simulation, ja. Ah, okay. Das nächste Spiel, zu dem wir nicht sagen können. Mhm. -mm. Hast du mal so ein Spiel probiert, Alexander? So Mortal Kombat ja. oder sowas? Und? Ja, aber. Welches hast du probiert? In Spielhallen habe ich Sachen ausprobiert, die auch aber, schon zu so quietschbunt aussahen. Aber so International Karate und so hast du doch auch gemacht. Ja, oder? das ja, das ja. Da hatte mich der Genre auch, aber ich fand es dann irgendwann langweilig. Am Anfang war wirklich die Faszination, was ganz Neues zu spielen. Die Kampfsportart. Das war schön gezeichnet. Aber dann wurde es immer komplexer und schwieriger. Und irgendwann hatte mich das Genre verloren. Ich habe es mal hin und wieder in der Spielhalle probiert. Ne, dieses Virtual Fighter war ja, glaube ich, sehr ja. angesagt mit super Grafik, mit ähm, tollen Maschinen. Und so, ja. Ja, aber das hatte mich dann nie gereizt. Und ähm, vor allem die Teile, wo es dann darum geht, die Anatomie eines Menschen von innen sich näher zu betrachten, die fand ich dann noch döfer. Ja. Also, dass bei Barry der Kopf am Ende fliegt, das war ja noch lustig, aber da, da ist die Grenze bei mir schon erreicht. Ja, ging mir genauso. Put, put, Putti ist ein gutes Spiel. Ja, hat ja auch gute Bewertungen bekommen hier irgendwie, ne? Äh, ne, hat ja. gar keine Bewertung bekommen. Eben irgendwas von neun Punkten gesagt. Ich verstehe die ASM auch nicht. Football Tactics and Glory hieß das von Loda. Ah, okay. Sagt mir nichts. Als ich bemerkt habe, dass man, um Erfolg zu haben, Moves erlernen muss, war es das mit diesem Genre. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil ich auch heute so Combos habe ich keinen Bock drauf zu lernen. Mhm. Nee. Street Fighter 2, sagt Tubsen, war damals bei uns der Hit gegen die Freunde zocken. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei uns war das Mortal Kombat und ich habe immer auf die Fresse gekriegt. Also, es wurde mhm. eher immer gegen mich gezockt, weil ich der einfachste, das einfachste Opfer war. Crazybox sagt, meine erste Berührung mit einem Prügelspiel war Street Fighter 2 für Mega 500, seines Kumpels. Ein Knopf, 5 FPS. Nee, danke. Ja, okay. Ja, Putty ist ja auch ein Windows-Terminal, ja. Global Gladiators. Schleimschleuder-Hüpferei. Ein du ein schönes Gladiators? Wortspiel? Ich hasse diese Sendung. Ich habe die immer nie so richtig verstanden. Ich meine, die lief irgendwie. Die läuft doch wieder. Die echt? haben einen riesigen Erfolg bei RTL. Oh ja. Das okay. ist doch hot. Ja, ganz schlimm. Okay, das ist schlimm. Ich nicht. Also, ganz früher lief die so ein bisschen zwischen den äh, NachmittagstV-Shows, also zwischen Night Rider und so, kam dann irgendwann nur American Gladiators und man hatte irgendwelche Leute, die in ganz wirren Ganzkörperkondomen da standen und mit riesigen Oropacks. nee, wie heißen die, diese Dinger, äh, diese Stäbchen mit, den, mit, dem, mit dem Waschestäbchen. Wattestäbchen heißen die. Mit riesigen Wattestäbchen. q tips danke. Mit riesigen Q-Tips da standen und sich gegenseitig von so, ich glaube, bewegenden Plattformen Das habe ich irgendwie noch. Das gibt es immer noch, ja, ja. Ninja okay. Warrior, ja, die gibt es auch. Und dann gab es da noch diese lustige Variante, Mr. Tagashis Castle. Oder oh, das war das? auch lustig. Takeshis Castle. Mhm. Das war auch sehr lustig. Ich glaube, gab es da nicht auch eine neue Staffel auf Netflix von oder so? Doch, 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 ja. Ich empfehle An Unauthorized Story of American Gladiators bei Netflix. Ernsthaft? Das klingt wirklich gut. Und es gibt auch jetzt, glaube ich, eine deutsche Adaption von RTL halt. Okay. Mit deutschen Kandidaten durch ein. Ja, ich finde das ja ganz interessant, weil eigentlich ist ja das, was ähm, bei der Militärausbildung erfolgt, ne, Diese Parcours. Ja, gut, ne, die sind aber die sind ja und auf und Kraft- und Konditionstraining ausgelegt. Ja. Das und ist ja ähm, viel mit Geschicklichkeit und. Genau. Ne? Ja. War das bei Amazon das Takeshi? Kann auch sein. Das weiß Irgendwo ich Irgendwo war das. Ich habe es aber auch gelesen, ja. Okay, noch so eins: Bonsai? Das sieht doch nett aus. Das ist auch für den Amiga-PC. Amiga. Surf Ninjas of the South, ist South nie China Sea. Work in Progress, ich glaube auch nicht. So komisch. Das gibt's scheint dann noch mehr ein Adventure von? gewesen zu sein. nee mm -mm. gibt es nicht noch mehr von. Was ist denn Adventure? ein Adventure? Ja, ein Bild aus meinem Lieblingsschild. Alexander, es ist ein Echtzeit-Action-Adventure. Kein rundenbasiertes Echt-Action-Adventure. Äh, ein Echtzeit. Ja. Ich hab gesagt, Adventure. Sieht auch ein bisschen danach aus, ja. Ah ja, das Mac Warrior für den SNES. Mhm. Hast du es da mal hinterher mal gespielt, mal ausprobiert? Nee. Dirk, ich habe mal mit Dirk drüber gesprochen und Dirk meinte, es ist Schrott und seitdem habe ich dann auch nie wieder Interesse mhm. daran gehabt. Aber es hat ja den ASM-Hit bekommen. Ich habe keine Ahnung, das, wie gut es wirklich geworden ist. Aber das war zu der Zeit, wo wir am PC noch alle auf Mac Warrior 2 gewartet haben und dann noch über mhm. ein Jahr warten mussten. Mhm. Genau, das war dieser Mode 7-Effekt mit dem Boden. Ja. Aber die Gebäude waren deswegen halt auch alle aufgeklebt. Das waren nur so aufgeklebte Texturen, glaube ich, irgendwie. Ja, Hat eine ganz gute Bewertung bekommen. Ne? Doomsday Warriors. Mhm. Nochmal ein Prügelspiel. Warp Speed. Okay, das sieht gar nicht so schlecht aus. Was Wing Commander, recht und mit X-Wing billig ist, kann auf dem Super Nintendo, Super NES nur besser sein. Warp Speed heißt der Action-Abklatsch für die Konsole, der den 3D-Chip zum Rotieren bringt. Welchen 3D-Chip? War da auch <laughs> so ein... Nee. Kennt das jemand von euch? Warp Speed? Warte mal, also da bin ich jetzt neugierig. Ich habe Warp Speed eingegeben und das erste, was er mir rauswirft, ist Full Spectrum Warrior. <laughs> also die Moby Game-Suche ist echt schlechter geworden, habe ich das Gefühl. Ja, das heißt wohl dann irgendwie. Ach, es ist zusammengeschrieben. Moment, das ändert natürlich alles. Es ändert wirklich alles. Aber das 1992? Doch, das ist das. Ja gut. Wie heißt die Suchmaschine von Apache? Solar? Mobigames vielleicht nimmt er die mal. Gut das. Die Screenshots sind jetzt so nichts sagen. Ne? Die Screenshots mm -mm. sind vom Credits. Ah, okay. Es gibt auch nichts Dreidimensionales. So schlimm sieht das gar nicht aus, oder? Mm -mm. Ich finde es okay, ja. Ich finde es auch okay. Könnte hübscher sein. Aber es hat wirklich was wegen mäßiges. Das ist auch auf dem Genesis, aber ich denke mal, so viel anders wird der Super Nintendo auch nicht ausnehmen. Also 3D-Chip in SNES. Damit können Sie ja nur den Mode 7 meinen. Ich glaube. Das war einfach nur Blabla. Das war einfach Quatsch. Nee, ich glaube auch, die meinten den, nicht den FX-Chip. Ich glaube, das hier sind einfach nur Sprites. Wie bei Wing Commander mhm. auch, die da skaliert wurden. Sakura, hallo! Dir einen schönen guten Abend und einen schönen Start in die Woche. Ja, ich meine, ich würde spielen, ganz ehrlich. Wenn mir das jemand vorsetzen würde und sagen würde, hier, spiel das mal eine Runde, das würde ich spielen. So ein, was hatten wir davor? Brutal Fighter Warrior-Dings? Nicht. Ja, das würde ich nicht spielen. Definitiv nicht. Es hat zwar mangelhaft bekommen, Alexander. Und wenn die ASM schon sagt, dass es mangelhaft bekommen hat. Dann also gut. ist es leider echt nichts. Schade. Zwischen Technik und Magie. Das klingt so ein bisschen nach... Shadowrun oder so, ne? Techno-Clash. Hersteller Electronic Arts. Also da hätte ich mir jetzt was ganz anderes drunter vorgestellt. Action wird groß geschrieben. Das ist auch schon alles. Äh, also verstehst du das, Alexander? Hier gibt es eine ASM-Bewertung. Mhm. Ach, weil das ein Preview, ein Preview ist. Deswegen gibt es keine. Genau. Okay. Ist ist nicht am Schrift. Im Moment, geh nochmal hoch. Hast du es nicht an diesem Farbklecks da gemerkt? Welchen Farbkleck? Weiter runter. Das Gelb-Blaue. Nee. Das heißt Previews. <laughs> Muss man oh, aber ja. erstmal drauf kommen. Ne? Ja, das. Ja. Ja. Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Hier <laughs> ist es übrigens jetzt auch ein Preview. Deswegen keine Bewertung. Gar nichts dafür. Ja. Mean Areas. Für den Amiga. Pac-Man hm. aufgepeppt. Stimmt, ist ein bisschen so Pac-Manig, ne? Stimmt, ja, ja, ja. Okay. Oh, Sk Cool Spot. Hast ja. du das gespielt? Ich habe einen Freund dabei zugeschaut, wie er die Demo gespielt hat. Mehr, mehr nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt und du wusstest es nicht. Deswegen frage ich dich nochmal, was? Wofür ist Cool Spot denn die, das Maskottchen gewesen? Welche Marke? Habe ich wieder vergessen. Ja, Seven Up. Ah, Seven-Up, okay. Layout waren Spaßvögel, ja. <laughs> Seven Up, genau. Äh, Freund hat es gespielt und meinte ähnlich wie Suhl, Ist okay, aber er würde es sich nicht kaufen wollen. Und hat er dann auch nicht. <laughs> ja, Cybernator. Könntest du anhand des Screenshots sagen, um was für eine Art Spiel es sich handelt? Ist es ein Plattformer, ein shootem up Was meinst du, was das ist? Am Links-Rechts-Shooter. Aber hier sind auch Plattformen, ne? Ja, aber ich glaube, die sind nur im Hintergrund. Okay, schauen wir mal. Ich glaube, wegen diesen fliegenden Dingern hier. Konami, okay. Ja. Aber es ist schon sehr Also man rüstet glaub, man wohl ein das... Mac aus mit Waffensystem. Mhm. Also ist es kein links Alexander. Okay. Herr Gato sagt auch Plattformer ballern und so weiter, okay. Jubikel sagt, bei Heike habe ich auch mal angerufen, jetzt, wo ich die Schildkröte sehe. What? Bei welcher Heike? Hier, das hier? Ach, Kundenberaterin Heike Hike. Das ist natürlich, das ist natürlich auch ein Name. Die bösen Eltern. Bei TurtleSoft hast du mal bestellt? Ich nicht. Ihre Kundenberaterin. Wo waren die denn? 0238 Hamm, okay. Mhm. Kirby, okay, ist Gameboy, ASM-Hit. Alexander, ich muss sagen, das ist ganz schön clever gemacht hier von der ASM, weil man den Gameboy ja so richtig beschissen die Screenshots machen kann und man sieht hier, das ist schon ein guter Screenshot und der ist nicht so toll, dass er halt hier die, ich denke mal aus dem Handbuch oder so, halt so Figürchen mhm. eingefügt haben. Das ist schon clever mhm. gemacht. Mhm. Mhm. Drop Kommt mir das nur so vor oder sind hier verdammt viele Konsolenspiele drin? Es sind sehr viele Konsolenspiele und vor allem Drop Zone hätte ich jetzt für den 64er in Erinnerung gehabt, aber das scheint wohl eine neue für die NES zu sein, ne? Nee, für. Weil, doch, für die NES, ja. Ne? Weil das gab es schon auf dem 64er. Und wahrscheinlich sogar auf dem ZX-Spektrum, wenn ich mich recht entsinne. Zumindest habe ich Bilder im Kopf. Gibt auch Peter Wagenknecht von der Buchhandlung Peter Knecht. <laughs> das ist auch gut. Das ist auch gut, Thompson. Oh Mann. Kennst du das hier, Alexander? Äh, Schieße ich hier auf ein Schaf, was mit zu, zu einem Cyberroboter umgebaut wurde? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Story ist. Ich meine, es hatte irgendwas mit Zeitreisen oder so zu tun. Aber man landet mhm. mit so einem. Die heißen die kleinen ATST Walker. Mhm. In Berlin des Zweiten Weltkriegs oder irgendwie im Zweiten okay. Weltkrieg irgendwo in Deutschland in so einer Stadt. Und hat so einen Walker, der hin und her läuft und dann kommen ganz viele kleine Soldaten und man kann die alle kaputt schießen. Okay. Hm. Ja, an mehr kann ich mich hm. auch nicht erinnern. Es sah ganz hübsch aus. Ich glaube, ich möchte mich auch nicht an mehr erinnern. Das ist ein psychnosis spiel Was meinst du, wie teuer das jetzt mhm. ist? Okay, jetzt sind wir wieder bei PC-Sachen, ne? Public Domain, Shareware oder also Homecomputer-Sachen. Mhm. Wir gehen hier immer drüber, weil ich hoffe, mir was bekannt vorkommt, aber von dem bekommt mir nichts, nee, nichts bekannt gar vor. Gar nichts. Um links scheint ja ein Rollenspiel zu sein, dieses Lothian. Ja. Aber, aber nee. Screenshots hier sind auch echt übel. Ja. Toolworks, -Ban. Paragon, Pipeline. Ja. Gut, dass so Knobelspiele im Public Domain Bereich ganz vorne so. sind, ist natürlich klar, weil die relativ simpel zu programmieren sind halt, ne? Ja. Ja. Also die ersten Spiele, die ich gemacht habe, waren entweder Batch File Adventure. Multiple-Choice oder halt auch so Knobelspiele und so kleine Sachen, bevor man dann an so Echtzeit-Interaktives scrollen konnte. Revenge of the Mutant Camel. Ich weiß nicht, ob das von Jeff Minter direkt ist. Ich glaube nicht, dass er ein PD-Spiel direkt gemacht hat oder nee, seine Spiele als PD rausgebracht haben. Ich ja, vermute ja. eher, dass jemand sich hingesetzt hat und das nachgemacht hat. Mhm. Seven guest da. Ja. Hm. Grandiose Grafik, ja. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich unterzeichnen. Das würde ich auch aus heutiger Sicht, also wenn man von heute auf die Zeit, der Zeit guckt, noch sagen, dass es wirklich eine grandiose Grafik ist. Das Gameplay, ich weiß nicht, hast du es wirklich mal probiert oder hast du es dir nur angeguckt? Nur angeguckt. Aber ja. ähm, ist nicht die Steuerung auch nicht so einfach? Das ist halt so ein Point -click war normal, glaube okay. ich, ja. Es ist manchmal meine, nicht ganz logisch, worauf man klicken muss, zum Beispiel bei so Verschiebe-Puzzeln mhm. oder so. Mhm. Ähm, daran kann ich mich erinnern. Aber es war jetzt nicht so, dass es irgendwie super kompliziert war. Okay, okay. Und die Perspektiven passten auch immer, ne? Ich glaube schon. Das, das war, mhm. das war alles handwerklich. Ganz das war gut. eher bei Anassau Okay, alles klar. Hm? Das, das passt alles. Die Rätsel sind halt nichts für mich. Crazy Box sagt von Seas gibt sogar einen VR-Port seit ein paar Jahren. Ich glaube seit letztem Jahr. Und ich glaube nicht, dass es ein Port ist. Ich glaube, das ist ein Remake. Also das <laughs> VR-Ding ist wirklich in 3D und nicht einfach hier so diese Szenen als Quicktime so aneinander auf eine Kugel von Innenseite gemappt oder so. Ich glaube, das ist wirklich ein VR-Spiel. Ja. <laughs> Ja, das sieht man dann. 22 Rätselspiele sollen es sein. ja sein. Ich hätte mal Lust, das zu spielen. Ich hab's. Du hast es. Ne? Ich kann ah, Unboxing es Collection. den Unboxing Genau, ich kann den Unboxing. Ich habe nicht nur die. Nee, die Collection mhm. habe ich nicht. Ich. Da habe ich eine Collection. Nee, eine war Collection. habe ich War die Nesca Racing mit drin, war, oder verwechsel sich das? das ist diese so, Ja, das habe. kann sein. Das kann sein. Ne? Ja. Mit Lands of Law. Und das dritte Spiel war, glaube ich, 7th Gate. Richtig, das, das habe ich nur wegen Lands of ähm, ja, nee, Law. Ich habe die Special Edition davon. Und die haben ja eine wunderschöne Box, so zum Aufklappen, mhm. mit so einer Uhr, mhm. glaube ich, drin. Oder war es Das mit der Uhr war, glaube ich, Eleven's Hour. Aber die haben ungefähr, mhm. die, die haben wirklich schöne Boxen. Also ich kann dir ja ein Unboxing dafür machen, Alexander, wenn du es... Wenn du spielen möchtest, an. mach das gerne. Ich werde es, glaube ich, mhm. nicht machen. Wirst du denn das spielen? Ich nicht. Ich hab's nicht. Sonst würde ich Auch nicht. Ja, ich würde es nicht kaufen. Mir gefällt der Humor nicht. Das war jetzt das letzte Spiel von. Ähm, wer hat's gemacht? Ähm, der auch ähm, Larry gemacht hatte, oder? Äh, ja. Ähm, ja, komme ich gleich drauf. Ich, ich auch. Sein. Irgendwie im die Text kommt bestimmt drauf. Xam, hallo dir, El Love. Danke, Moonwalker. Und xam dir einen schönen guten Abend und einen schönen Start. Die ja. Woche. El Love, genau. Ja. 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 Ich muss aber sagen, kein Spiel hat von El Love hat meinen Humor getroffen. Ja. Ich mag auch die Larry-Spiele nicht. Das ist auch nicht mein Ich Name. auch nicht. Ich auch nicht. Und das war auch damals schon nicht mein Humor. Klar sind mal lustige Sachen dabei, aber. ja. ja. Mein Humor war eher von den Two Guys of Andromeda. Das fand ich auch lustiger, muss ich auch sagen. Ja. Die waren echt. Witzig, also Space die Quest. Beiden, ne? ja. Space Quest, ne? Und King's Quest fand ich auch ganz witzig, weil halt die Märchen auf den Arm genommen worden sind. Nee, das war auch nichts für mich. Dennis sagt, glaube Freddy Farkas habe ich auch noch irgendwo rumfliegen. Ja, ich glaube mit Sierra spielen ist eine gute Geldanlage. Mhm. Komm gleich drauf. Ihr habt wieder Wortwitze drauf. Ja, haben wir auch. <laughs> Larry fand ich witzig. Äh, ja, jeder seinen Humor. Ne, meiner ist es halt nicht. Sam ne? ja. sagt, also ich würde es vielleicht mal ausprobieren. Nie gespielt sowas. Probier's ruhig aus, also. Ja, und berichte uns bitte. Ja. Gleich tun wir dem Spiel unrecht. Also, grafisch spricht es mich schon an. Gute Bewertung, ja. Ja, aber jetzt. Das kann ich nicht hinkriegen. Das finde ich grafisch ganz nett. Ich mag ja mhm. diese gescannten Hintergründe nicht so sehr. Das sieht man hier nicht so doll, finde ich. Mhm. Aber die Grafik mag ich überhaupt nicht. Dieses schräge, abgedrehte. Das hatte Monkey Island ja, dieser Teil mhm. mit diesen gesprülelten Wolken. Okay, das ist jetzt so schräg und zackig und das Monkey Island hat es in die andere Richtung gemacht mit vielen Kurven und überhaupt nicht meins. Nee, mag ich gar nicht. War das damals in? Ich überlege gerade, ist das, ist das ein Style hier, diese Art von Darstellung? Ist das ein Style, den Lukas Arts für sich geprägt hat? Dieses schräge, entweder eckige oder gedrehte Runde? Oder war das mhm. was, was damals Anfang der 90er irgendwie in war? war Gab es irgendwie einen Künstler oder sowas? Ich, hm. Welche Spiele hatten das noch? Also so Dick, was später kam, hatte es nicht. Sam und Max hatte es nicht. nicht. Ja, Sam hatte und Max es hatte nicht. damit schon so ein bisschen angefangen, aber da passt es halt rein, weil es der komplette Comic-Stil war. Das passte ja, sehr aber, gut rein. Aber da waren viel mehr Details in den ja, Grafiken, ne? Also nicht so wie hier bei der Landschaft, wo Wiese nur eine grüne Fläche ist, sondern. Ne? Ja. Wo war es denn noch? Ähm, Indiana Jones? Nein. Nee. Da ist Monkey Island war es halt, ne? Ich weiß nicht, ist es der Monkey dritte oder Island? vierte oder ja. was? Ja. Grim Farango war auch so in dem Stil ein bisschen, aber ich glaube, das war eher grafisch, also technisch bedingt, weil es ja so eine 3D-Grafik ist. Ja. Dass man da diese Kurve nicht so hinbekommen hatte. Das weiß ich nicht. Technisch. Ja. Herr Gator sagt, ich erinnere mich, dass meine Schwester so, ein so Designertassen hatte mit schrägen Grafiken. Würde sagen 90er. Toonstruck, sehr gut. Ja, Toonstruck hat das auch, ja. Ja. Hm. War das ich nicht weiß ein Comic-Spiel dann? Von, von, möglich, von, möglich. Ähm, Toontown? Von Warner? Mit den kleinen Bugs Bunny und so? Also die Sachen, die halt in den 80ern rauskamen? Stimmt, gab es nicht auch in der Zeit so ein Batman, der so stilisierter war? Die, ne? Genau, stilisierter war? Moonstruck ist auch sehr gut, ja ja weil so muss man den stil ja nennen wobei das interessante ist sie bleiben sicher nicht treu ähm, das bild oben komplett abstrakt unten dagegen nicht so sehr ne? Hm, als im inneren ja hinten aber, vielleicht die treppe ja hier aber, diese balken hier die figuren und so, die nicht. sind alle schief ja doch die balken die figuren haben unterschiedliche proportionen die alle nicht passen weiß ich nicht hm, hier ja, diese maschinen ja. und so hier ist nichts gerade die fenster sind alle krumm und schief ja naja, stimmt 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 die ziehen das durch ja mhm. Hast Gab auch einen eckigen Batman, ja, ja, genau. Wahrscheinlich ist das einfach so ein, so ein Zeitding gewesen, ja. Schaut euch Pinky und Brain an, da ist auch so schief und eckig gezeichnet, ja, ja, muss mhm. wohl wirklich ein wirklichen Zeitding. Ist auch ein gutes Spiel, keine Frage. Ich mag nur den Grafikstil nicht. kenne die Expressionismus, ja, vielleicht so in diese Richtung, ne? Jungwolle, hallo, dir einen schönen guten Abend. Maniac Mansion fand ich heute auf meinem Handheld. Das Programm war für NES. Gab's Magic Mansion auf dem NES? Stimmt, ja, gab's, ja. Sogar eine ziemlich gute Version, glaube ich, ne? Ja, das stimmt. <laughs> Eckiger, ja. Okay, in eckigen Batman habe ich mit Lego hier liegen. Ja, ja, okay. Das. <laughs> äh, ja. Ach ja. Guck mal, hier ist dein Hit. Hier. Ja, da ist er. Wir haben ja schon oft drüber gesprochen. Es ist kein schlechtes Spiel, es war mir nur zur Amerika Geschichtslastig. Mit Washington und mit Benjamin Franklin. Da konnte man so als deutsches Kind nicht so viel mit anfangen. Klar kannte man es aus dem Schulunterricht, aber es war halt Schule. Und ähm, da waren wahrscheinlich auch viele witzige Sachen dabei, die wir einfach nicht verstanden haben. Glaube ich auch. Ich kenne Menschen nur auf dem NES. War top. Ah, okay. Hm. Ja, wahrscheinlich versteht man die Witze nur, wenn man auf der blauen oder auf der grauen Seite im Bürgerkrieg mitgekämpft hat nee, ich glaube, man hat die ich, man, man hat die Witze schon verstanden, aber ja das hier ist mehr mein Grafikstil ich muss sagen, mhm. die vier Adventures, Point-and-Click-Adventures von mhm. Microprose, die sehen alle super aus ja, das fehlt mir noch, das hätte ich gern das habe ich, dann mache ich das Re Replay dazu, weil das ist, ist ein kurzes, kurzes Spiel, ich glaube Ah, okay. Sechs Stunden oder so hat man das durch. Das Ui. ist kein langes Spiel, ja. Okay. Und der Kronleuchter liegt schon am Boden. Da, das passiert im Intro. Wenn ich mich recht erinnere. Ah, habe. okay. Im Musical passiert das ungefähr in der Hälfte. Und ist das ist crazy. ein sehr cooler Effekt. Ja, das ist. weil Das spielt nach dem Musical. Ah, okay. Okay. Weil, wenn im Musical selber, ich war tatsächlich damals in der Flora in Hamburg, wo die deutsche Erstaufführung war, wo noch der, hieß er ja, Peter Hoffmann, Thomas Hoffmann, der Opernsänger, das ein berühmter, der hatte da die Hauptrolle gespielt und zwar den Phantom. Und das war wirklich ein Knaller, weil das war, glaube ich, nach Cats so das zweite große Musical, was nach Hamburg kam. Okay. Also schon länger her, wie du gerade hörst, mhm. ja. Und da war der Effekt, du sitzt dann wirklich in diesem, in der Flora, was wirklich so nachgeahmt ist. Und dann hängt dieser riesige Kronleuchter über dem Publikum. Und dann mitten in der Show kommt das Ding runter und wird in der letzten Sekunde aufgefangen. Also das hatte wirklich Disney World Niveau, ja. Ja, ich weiß, es ist ein Preview Peter Hoffmann, danke, Crazy Bog. Okay, hier sind Und jetzt die. Und Starlight Express Tipps. gab es noch. Das war auch schön. Ach, Entschuldigung. Und das es gibt jetzt. immer noch Starlight Express. Geh hier mal durch. Ja, mach mal. So, jetzt oh kommt mein. immer nur. Guck mal, das ist das Poster, so halb immer eingescannt. Aha. Ja. Ob da auch ein Test jetzt von Betrayal at Condor Nee, ich glaube nicht. Weil das jetzt schon das zweite Mal ist, dass das hier ja. angeteasert wird, ne? Guck mal. Ach ja, guck mal hier. Ja, da kann ich mich wirklich dran erinnern. Wo dran? An Telefonzellen. Ja, ich auch. Ich habe mit einem, also, Freitagsschule aus. Was macht man, um sich ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen? Nein, du hast die Dinger gelehrt. Na, was heißt gelehrt? Geputzt. Ich bin mit, Ach so, Ich habe das geguckt, da 5 Cent oder 10 zehn, zehn noch drin sind. Nein, 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 nein. Das war ein, richtig geputzt. Ja, ein Freund von meinen Eltern, der war halt Student und mhm. der ist halt rumgefahren, hat die Telefonzellen geputzt und hat mich dann ah, mitgenommen okay. und wir haben uns die Kohle dann nicht geteilt, aber ich habe dann halt ein bisschen was davon abgekommen und wir haben dann ja. gemeinsam die Telefonzellen geguckt, ob da alles okay ist, ob die, ja. das Buch da drin ist, ja, ausgeputzt, ja, ja, ja. ein paar Spinnen entsorgt ja. und so weiter und das ja, war, war ich denke, immer ganz da nett. War ein Telefonbücher dabei ja, ja 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 und im im Sommer es anschließend dann immer ein Eis hinterher sind wir dann losgefahren ja. äh, und haben uns dann ein Eis geholt und das hat ewig gedauert also meine hier auf dem Land da fährst du halt ewig und in den Telefonzellen war halt nicht so viel ich meine auf dem Land ist das jetzt nicht so dass die alle zugesprayt sind oder so nee nee ja aber wird sich das hier zwei Damen Gameboy in der Hand halten und die Dame vorne nee. was ist das Ach so doch da, das hier ist wie das ist der ist was anderes. Äh, Game, Gear? Ähm, Game Gear Game Gear Game Gear glaube das sieht aus wie ein Gameboy also das ist ein Steam Deck meinst du nicht Ein <laughs> tolles Gerät Game Gear wenn die Batterie nicht so schnell alle gewesen wäre <laughs> ja, aber die Dame dahinter hat einen Gameboy oder und das die sieht man auch. nämlich der Schacht ist leer ja, oder sieht zumindest so aus, ja. Und sie hatte ja auch ja, eine doof, Webe, ne? ne? Ja. Aber die Idee ist ja ganz witzig. Die Hotline jeden Mittwoch von 16.30 Uhr bis 19 Uhr. Die Antwort auf alle brennenden Fragen. Ja. Soll ich da mal anrufen? Ja, 5, mach 5, mal. 6, 5, mach 1. mal, komm. Jetzt leg los. Nee, können wir nicht machen. Die Mode beweist mal wieder, dass einen schönen Mens Menschen nichts entstellen kann. Richtig. Sieht eher aus wie ein Lynx. Er kann auch ein Lynx sein. Das Lustige ist, ähm, wenn wir uns die Schuhe anschauen, behaupte ich mal, haben wir uns überhaupt nicht weiterentwickelt. Was? Wo ist Robin? Ah, da ist Robin! Völlig untergegangen. Hallo Robin! Schön Start wo ist in die Robin. Woche. Auf dem Bild hier ist das der kleine Junge. Ja, das ist Robin. Oh. Ja, das ist Robin. Ist ganz traurig, also die, weil alle die ist eigentlich Robin schon nicht recht spielen. ähnlich, ne? Ja. Wenn du dir den Bart von Robin wegdenkst, ähm, ja, ja, so kann ich keine vorstellen. Socken in den Sandalen. Das stimmt. Ja, das stimmt, das stimmt. Who und er ist, ist so ein Arschloch, der stundenlang die, die Telefonzelle blockiert. ne? Ja, weil er ja bei der ASM anrufen muss und fragen ah, muss, wie ah. er bei Day of Tentacle weiterkommt. Genau. Direkt am ersten Rätsel stecken geblieben. Ja. So. Die Ruinen von Setapama. Nee, Aha. Feta Parma. Fet Feti Fetipama. Ja, Fetipama. Jetzt haben wir es aber. Jetzt haben wir es. Ja, sieht so ein bisschen aus wie das Spiel, was ich gerade spiele. Ich wollte gerade sagen, aber das sieht besser aus. <laughs> Hexagon. Das gab's doch auch als Brettspiel, oder? Ja, das gibt es auch als. Nicht nur gab, gibt es sogar. Ah, okay. Ich finde auch, dass ihm die Haarfarbe gut steht. Was wohl aus Herrn Horst geworden ist. Wer ist denn Herr Horst? Kann ich dir jetzt nicht folgen? Wahrscheinlich irgendjemand auf, dem, auf der Fotozelle. Oh, guck mal, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Was für ein Larry ist das denn? Acht Spiele. Ach, das ja, ist dieses Casino, das Sierra Casino Dings. Ja, ja, uh, ja, 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 ja. ja. Was für ein Blödsinn. Ja. Hm. Der Entwickler. Ah, okay. Ja, das weiß ich auch nicht. War in the Gulf. Ja. Da warte ich ja noch ein bisschen drauf, dass, das, dass du das mal, also zumindest Team Yankee mal vorstellst, Alexander. Oder soll ich das vorstellen? Ja, richtig. Es sind ja zwei, ne? Es sind Einer, drei. In der, drei, ne? Der dritte ist War in the Gulf, oder? Dann gibt's dann das im Pazifik? Nee, der zweite ist on äh, the Gulf. Den dritten habe okay, ich. Okay, und, und was ist das in Pacific Island? Das, das. Ach nee, du hast recht. Team Yankee, Pacific Island, Warns the Gulf. Du hast recht. Das ne? ist der dritte Teil. In ja, der Reihenfolge. stimmt. Ja. Stimmt. Ich fand. Also, ich habe nur den ersten Teil gespielt und ich den fand ich schon kurzweilig. Beine. Ja, ist er auch. Ich fand den auch von der Immersion war schon ganz ja. nett. Also Aber ich glaube, ich war damals ein bisschen überfordert, ne? so das, vier Einheiten. Das äh, ging uns allen so und ich glaube, das ist das, was das Spiel zerbricht im Ende, dass man halt, mhm. dass ein Computer halt alles gleichzeitig machen kann und du halt nur einen Mauszeiger hast. Richtig, richtig. Ja, das war früher zumindest so. Ich vermute, dass es heute immer noch so ist. Crazy Bock, war schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine Angenehme Woche, vielleicht nicht so viel Stress. Ja, ich auch. Ähm, was ich interessant finde, ist, dass es eine deutsche Version ist. Ne? Da siehst du rechts das Briefing in Deutsch. Dies ist der antike Ort Ikaros Richtig, es gab zu beiden, glaube ich, eine deutsche Version. Am cool. Dritten, ja, obwohl doch zum dritten auch, dann gab es zu allen eine deutsche Version. Ah, okay. Keine Ahnung, welche ich habe, ob ich die englische. Aber nur das Briefing ist, glaube ich, in Deutsch. Mhm. Oder? Ja, gut. Brauchst du auch sonst nicht. Du hast ja wirklich mit diesen grafischen Buttons gearbeitet. Oh, ich überlege gerade, gab's. Mein q wird schon richtig geschrieben. Aber wie wird's auf Englisch geschrieben? Auch so, ne? Meine oh, ja. Ja. Empire war früh dabei mit Übersetzung. Ah, okay. Welches. War das. Pacific Strike? Ich, ich, ich weiß. Pacific. Pacific Island, in irgendeinem dieser Spiele, das muss in einem anderen gewesen sein, hat der Ladeschütze immer so richtig enthusiastisch Loaded gerufen, wenn, wenn man wieder schießen konnte. Aber ich glaube, das war hier nicht so. Mhm. Das war sehr immersiv. Ich meine, da hörte man auch das Nachladen. So richtig, man hörte so Metall und dann irgendwie so mhm. eine Hydraulik und so. Ich, das muss später gewesen. Das muss in einem späteren Spiel gewesen sein. Zufriedenstellend. Und ich glaube, das ist schon sehr optimistisch. Ahmad Fest könnte sein. Ist halt dreimal das Gleiche. Genau, es ist dreimal das Gleiche. Ja, das ist das Problem. Ganz, ganz kleine Nuancen. Ja. Vielleicht war es auch Across the Rhine, Robin. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt kommen wir zu einem Spiel. Was ich unbedingt mal replayen muss, aber irgendwie bis jetzt immer untergegangen ist. Vielleicht ist dieses Jahr endlich mal der Zeitpunkt für Protostar War on the Frontier. Welches rausgekommen ist zu einer Zeit, wo wir Star Control 2 gespielt haben, wo wir Wing Commander gespielt haben, wo wir X-Wing gespielt haben. Viel Sci-Fi kam dieses, hier steht es unter Strategie, für uns war es mehr so ein. Mehr ein Rollenspiel, weil man es das alles aus der Ich-Perspektive gesehen hat und es mhm. sah einfach fantastisch aus, hier, dieses ganze Interface. Also über Tsunami-Spiele kann man viel sagen, spielerisch bis... Äh, aber optisch sahen die schon ziemlich cool aus. Mhm. Man konnte durch, ich weiß es nicht, ob eine ganze Galaxis war, wie groß das Spiel war. An, an Sternsystemen, die man besuchen konnte, weiß ich nicht. Aber man hatte den Eindruck, man konnte hin und her reisen, man ist im Weltraum unterwegs gewesen. Und was für ins, uns immer der Immersionsknaller war, man konnte sogar auf den Planeten runter, wie man bei Star Control das auch konnte. Das war richtig gut. Was mir nicht gefällt, ist ähm, der Cockpit mit diesen großen Tasten. Das sieht ja aus wie dieses Senso-Spiel von Mattel mit den Tönen, wo du die nacheinander spielen musst. Weißt du, was ich meine? Ja, der Vorteil davon ist, du musstest da mit der Maus draufklicken. Und mhm. wenn es im Action war, war es schon nice, große Tasten zu haben. Okay, okay aber ich verstehe, was du meinst, ja, von der Immersion her sind die Tasten so groß wie eine Handfläche von dem Piloten vielleicht, wenn man hier so runterguckt. Ja, ich meine, die versuchen es ja auch so darzustellen. Also der linke Teil ist ja viel näher beim Spieler grafisch gesehen, mhm. ne, vom Winkel her, als das Panel weiter hinten und dann ganz hinten ähm, der Bildschirm oder das Fenster. Ich vermute, es ist ein Bildschirm, ne? Ja, ist für Senioren geeignet. Ja, Cubicle sagt, die Ruinen von FT Parma FT Parma hat man nie wieder etwas gehört. Ah, okay, das ist nie rausgekommen, aber es war hier doch ein Test, oder? Mm. Ja, das ist doch ein Test, das heißt, es ist doch erschienen. Weil die haben ja das Muster vom Hersteller bekommen, also das heißt ja, er muss das irgendwie das müsste irgendwie rausgekommen sein, wahrscheinlich hat es keiner gekauft. Ja. Mit dem großen UI war der Bildschirm kleiner und die Framerate auch auf schlechten Rechnern besser. Ja, das ist klar. Aber ich meine, gegen das große UI habe ich gar nichts, dass man hier nur in diesem Bereich was sieht. Es ging Alexander und ich muss ihm da recht geben darum, mhm. dass diese Knöpfe halt groß sind. Die könnten ja auch kleiner sein, die könnten ja hier nur so groß sein. Das hat ja mit der Rechengeschwindigkeit mhm. nichts. Aber es sieht schon interessant aus und ich freue mich auf deine Replay. Ich ja. habe es nicht gespielt. Ich kannte es auch nicht. Ich weiß, dass wir es lange, lange versucht haben. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir gefühlt richtig Fortschritt gemacht haben. Ich kann mich an keine okay. Story erinnern. Ich habe das Gefühl, wir sind halt in so einer Sandbox rumgeflogen und sind nirgendwo hingekommen, wirklich. Mhm. Gut. Ja. Diese Games, Games, Games-Packungen, ja, das war nicht so meins. Dafür kriegst du ja jetzt auch locker einen dreistelligen Betrag. Ja, okay. wenn da hier Zack McCracken dabei ist. Oder hier ja, links, ja. das ist schon, ne, mit Indie, Zack McCracken, Jana, Maniac Mansion, ja. Das ist schon, ähm, ja. Ja, CDs, Musik-CDs. Die Titelmusik ah, sogar eine von der Hülsberg. alten Star Trek Folgen auf drei CDs. What? Die geht Naja, ist So lange ist CD sie doch gar nicht. Ja. Okay. Apulia von Chris Hultsberg. Ja. <laughs> to be on top. Shades. Okay, das sind ja. <laughs> oh. Guck mal hier. Ja, super. Ein Muss für jedermann, findest du nicht? Der sieht doch richtig hm. vielversprechend aus, oder? Plastik war so scheiße, das war so billig. Ja, ja, ja. Titel mehr, so also die von jeder Folge, ja, die ist, Ja, verstehe ich auch nicht, Jedrick. Ja, ist Sehr gut. Das, das freut mich. Wing Commander in Deutsch für den Amiga. Ja. Das ist Aber, der Roman, oder ist das das Spiel? Das ist das Spiel. Den Roman ah, okay. für den Amiga? Macht nicht ja nee, mal davon ich, aus, dass gar das Spiel Sinn. Ist. Ja, ja, das ist das Spiel. Mhm. Guck mal, von REM, Everybody Hurts. Oder den TV-Sampler, Reggie Knights. <laughs> One Frame per Second Commander, ja. Simon und Garfunkel, Greatest Hits Spin Doctors. Head und ganz traurig. Ganz am Ende. Fanta 4. Wieso ist das traurig? Wie lange das schon her ist? Mir kommt das nicht so lange her. Ach So, <laughs> so. ja, ja, dass sie einen Durchbruch hatten, ne? Tobson hat diese Box hier. Was war denn cool. da drauf? Okay, das hm. Morph. Grafisch gesehen sieht das ja ganz witzig aus. Unsere also nicht die Figur, aber der Rest. Unsere Expertise beschränkt sich ja darauf zu sagen, ist es eine Euro-Plattform oder nicht. Alexander, ist es eine oder nicht? Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, <laughs> ja. Ist Was ist das so. denn? Ah, Mailstrom. Das habe ich auch noch nicht. Das habe ich. Das ist ein Strategiespiel von wie heißt der? Jeff Mead. Dem mhm. Set-Designer von Blade Runner. Mhm. Hat noch drei, vier andere Spiele, glaube ich, gemacht. Aber das ist eins davon, Maelstrom. Mhm. Ein aga werbespiel ist das. Ist das so? Maelstrom? Nein. Der pa Plattformer gerade wahrscheinlich. Ach so. Was denn? Wobei. Nee, da steht 6995 dran. Hm. War für 1200. SSI? Nein, Ma Mailstrom ist nicht von SSI. Seht das hier? Ja. Nee, das war nicht von SSI. Zumindest nicht in Deutschland. SitMeet, genau, ja. Ich weiß es nicht. Die Version, die ich auf jeden Fall habe, ist von mhm. Robin. Und wer mhm. auch Lust hat, von Robin PC Big Boxen zu kaufen, der kann morgen um 20.15 Uhr einschalten. Und bei der Robin, hilf mir, Festpreisrunde für PC-Spiele mitmachen? Kann jemand einen Showdown an den retro machen? Was ist das denn, Alexander? Was ist denn New World? Utopia. Also Utopia haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Utopia ja, ja, ist ja das Wie hieß denn das Amiga-Spiel, was ich immer. Das einzige Amiga. Morgen, ja. Das einzige Amiga-Spiel, was ich äh, gereplayt -ge -ge habe. Das ist mit der Nummer. Erinnerst du dich dran? powermanga Nein. Nummer. Genau, genau, K240, ah, K240. Ich danke Herr Gator, genau, und K240 ist der Nachfolger von diesem hier, ah, das ist das Add-on, ah, okay, ich wusste gar nicht, dass es ein Add-on dazu gibt, Utopia habe ich glaube ich auch, das Add-on habe ich nicht, das würde ich auch gerne nochmal spielen. Ist Utopia ein anderer Name für Genesia? Nein, ne? Genesia, Genesia ist noch mal ein anderes Spiel. Die sehen sich aber verflixt ja, ähnlich. Ne? Ja, Ja. 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 K240, genau. Das war's. K240. habe ich es mir gekauft. Das K240? Habe ich mir gekauft. Wegen das ist auch ein überraschend gutes Spiel. Mhm. Fand ich auch. Und deshalb habe ich es dann gekauft. Sehr gut. <laughs> Hulk, äh, ja gut. Space Hike, ja... Ist das das, was du hast? Nee, ich habe Space Quest. Nicht Space Quest, wie heißt die? Doch, Hero Quest und Space Crusade. Das ist Space es Crusade, doch, ne? ja. Space genau, Crusade. Aber das ist ein anderes hier. Okay. Stimmt, du hast das isometrische Space Crusade, genau. Ja. Was ja auf der Hero-Lizenz auch basiert, nur im anderen Setting. Ja. Äh. Du musst 46 Minuten 8 Sekunden lang warten, ehe du retro erneut einen Shoutout geben kannst. Oh. Okay. <laughs> zu, zu oft retro geschaut, geshoutoutet. Ach, hast du aber schneller. Alles klar. <laughs> Dann hat sich das ja geklärt. Dankeschön. Oh. Guck mal, Nemo. Nee, Guppi. Euro-Plattformer oder nicht? Wir können es heute einfach behaupten. Oliver ist nicht da, um ja, uns zu schützen. Ist ein Euro-Plattformer. Alles was die Strategie ist, ist Euro-Plattformer. Ja, 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 genau. Mario, Euro-Plattformer. <laughs> Need for Speed, Euro-Plattformer. Richtig, richtig, richtig. So, jetzt kommt Syndicate, auch ein ASM-Hit. Ist aber nur die, der Port. Der Port, ne? Mhm, auf dem ich habe die Amiga-Version nie gespielt. Kann ich ehrlich gesagt nichts zu sagen. Hat die einer von euch gespielt? Und kann da was zu sagen? Das, Gulp, das hier ist Warhammer 40k? Nee, das, ah, nee, das Gulp ist nie gekommen, rausgekommen. Ah, okay. Und wem ist das denn? G wäre das denn gewesen? Eis. Frankensteins Laboratorium, okay. Kann oh, wahrscheinlich sei Fisch selber klonen. Oh, guck mal, Alexander. Oh, Gateway 2. Ja. Danke, Robin. Das müsste ich auch machen. Das müsste ich auch machen, Alexander. Wir müssen zu viel machen, aber wir machen jetzt gerade was anderes. Das können wir ein bisschen spoilern, wenn du magst. Ja, Spoiler bitte. Ich gehe kurz zur Toilette. Okay. Selma und ich machen was total verrücktes. Und zwar haben wir ein Infocom-Adventure uns vorgenommen, ein Text-Adventure. Also für all diejenigen, die nicht wissen, was das ist. Das war zu einer Zeit, wo es noch keine Bilder gab, sondern alles nur mit Texten beschrieben wurden. Und zwar spielen wir zurzeit Zork 1. Und zwar auf dem Amiga. Und ähm, das Coole an dem Format, was wir machen, wir spielen es gemeinsam. Das heißt, ich sitze im Driver-Seat, ich tippe und Selma zeichnet parallel eine Karte und zwar in Echtzeit. Jawohl, Zock 1. Und zwar in Echtzeit. Das heißt, oben rechts ist dann die Karte eingeblendet, die Selma gerade zeichnet. Und wir versuchen dann frei auch dann direkt die Texte zu übersetzen. Und wir haben zwei Folgen im Kasten. In der ersten Folge haben wir uns komplett verlaufen, total peinlich. Und in der zweiten Folge sind wir dann irgendwann gestorben. <laughs> also, wir müssen in der nächsten Folge neu anfangen. Es wird noch ein bisschen dauern, weil wir haben beschlossen, dass wir erstmal noch ein paar weitere Folgen vorproduzieren und dann erst mit dem Verö Veröffentlichen anfangen. Aber es wird definitiv kommen. Wir sitzen dran und wir sind sehr gespannt darauf. Wie ihr dieses Format dann findet, ob man ein Text-Adventure heute, wenn man es lustig erzählt, übersetzt und dabei eine Karte malt, ob man dann ja, seine Zuschauer damit gewinnen kann. Also ich bin gespannt. Was ich ganz toll finde, ist bei Stay Forever, da haben sie ja jetzt Planetfall und Stationfall gespielt. Auch zwei Text-Adventure von Infocom, aber es war halt nur. Audio, was sie gemacht haben, und sie haben immer im Nachhinein darüber erzählt. Bei uns ist es anders. Ihr seid dann wirklich mit dabei, wenn wir es spielen, und ihr könnt dann hautnah miterleben, welchen Blödsinn wir machen, welche Fehler wir machen. Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf das Format. Ja, also Cubicle Warrior, Talk 1 ist der Auftakt. Unser Plan ist tatsächlich, alle durchzuspielen. Aber wir müssen ja irgendwo anfangen und wir haben mit Zock 1 angefangen. Ja. Und hat bisher Spaß gemacht, Selma, oder? Ich find's auch gut. Auch wenn es nichts bringt, Selma mitzunehmen, weil man sich dann auch verläuft. Also, da hätte ich auch meine Frau mitnehmen können. Weißt du? Man hätte auch einfach mal was <laughs> Nettes sagen können. Nee, Alexander muss gleich wieder so ein Seitenhieb. Ne? Ich, also, ich kann machen, was ich will. Dabei habe ich schon den. Das Teppichrätsel gelöst, ne? Das stimmt. Das war cool. Mhm. Das von Lars hatten sie auch mal gespielt. Das Format ist interessant. Ja. Um, stay und forever, Ach so, ich hatte, Nein, okay. Stay Forever, weil ich erzählt hatte, dass wir sowas ähnliches machen, nur dass die halt Audio machen und im Nachhinein immer die Folgen besprechen. Also das, was sie erlebt haben, während wir. Unsere Zuschauer mitnehmen, an die Hand nehmen und mit ihm gemeinsam sämtliche Höhen und Tiefen miterleben. Ja, und gemeinsam übersetzen. Und gemeinsam übersetzen. Oder hast du das alles rausgeschnitten? Nein, habe ich nicht. Ja. Es gibt aber eine Stelle, selber, wo ich ähm, schon überlegt habe, ähm, es rauszuschneiden und nochmal neu zu machen. Aber es ist nur eine, weil wir drei Minuten über eine Übersetzung diskutieren. <laughs> ja, und das, das ist kann man, ist, man glaube ich langweilig. Das kann man definitiv gedacht, rausschneiden. Dann nehmen wir, ne? Ja, <laughs> so ja. sind wir uns einig, ne? Gut. Ja. Also ich habe kurz gestutzt, weil du gesagt hast, wir spielen alle. Das ist ja, das sind ja ganz schön, ganz schön viele. Pound 20. Ja. Ja. Und danach geht's mit den Legends-Spielen weiter, ne? Ja. Ja. Okay. Ja, kann man versuchen. <laughs> ähm, also ich gucken. werde alle spielen, selber. Ich habe gar nicht alle, glaube ich. Ja, ich habe auch noch nicht alle. Ich habe, glaube ich, 13 oder 14. Aber bis wir die 13 oder 14 gespielt haben, sind wir, glaube ich, schon Krass, in 7, 8 Jahren. Und dann hoffe ich, dass ah, ich ja, dann okay. in der Zeit wieder das eine oder andere Spiel bekommen habe, sodass ähm, die Sammlung wächst. Also, mein Plan ist es schon, alle zu haben am Ende. Das hätte ich ja. gern. Das ist so ein Sammlerziel. Thompson <laughs> sagt mal: Sorg war die Grafik auf der Verpackung auch hübscher wie die im Spiel. War auf der Verpackung nicht einfach nur so ein. Da war nicht viel, aber im Handbuch war eine schönere Grafik. Ah, okay. Im Geschichtsbuch. Ja, Bü Bürokratie soll cool sein und ähm, Trinity soll auch sehr cool sein. Also, wir machen die alle. Ich, ich habe da auch richtig Lust zu und mir macht das auch Spaß, das zu zweit zu spielen. Ähm, ja. ja. Wobei ich sagen muss, bei sowas wie Gateway. Wo dann so viel Grafik und so weiter dabei ist. Weiß nicht, ob das was ist, was man unbedingt zu zweit spielen muss, weil das ja schon sehr in ja. Richtung Point and Click geht. Aber das muss man dann mal überlegen. Genau. Wer von euch mal Hand, in, Hand gehoben in den Chat mit einer Eins, kennt Gateway, also die Bücher von Frederick Pohl? Ich glaube, inzwischen gibt es fünf oder sechs. Bin ich der einzige, der das kennt und faszinierend fand? Welt, dann kann ich die all denjenigen, die an klassischem Science-Fiction -Interesse, Interesse haben, das mal was anderes ist, die zumindest die ersten drei Gateway-Bücher ans Herz legen. Ist mal was ganz anderes. Hm. Ah, Tobsen hat's gelesen, weil ich davon erzählt habe. Oh, das freut mich. Das freut mich sehr. Hat's dir gefallen? Ehrlich sein. Ja. Isha hat keiner von uns gespielt. Da sind wir auch ehrlich. Nee, ne? Aber wir sehen immer, also klar, wir blättern 93, die ganzen Zeitschriften, da taucht das Spiel natürlich dauernd auf und langsam, langsam haben sie mich, ja. <laughs> Die Grafik ist halt so toll. Ich muss sagen, ja. das ist halt das Interface, das ist alles, das gefällt mir richtig gut. Na, ne? und es ist ein Dungeon Crawler, oder? Mhm. Also eigentlich muss ich es irgendwann mal ich, auf die Liste tun. Ich, ich denke, es. Also, ich habe die Trilogie, die Boxed-Trilogie, wo alle drei Teile drin sind. Also, das musst du dir deswegen nicht kaufen, Alexander. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn du es spielst. Und ich glaube, mein Tipp an dich wäre, wenn du es spielst, starte schon mit einer Komplettlösung. Oh, ist so schlimm. Ich glaube, da, wenn ich mich recht erinnere, waren im Handbuch Dinge nicht erklärt, die essentiell sind, um das Spiel spielen zu können. Mhm. Das Spiel ist auch auf Deutsch. Das finde ich cool. Erstaunlicherweise, ja. Ja. Die hier habe ich alle Teile und stehen auf meiner to do liste Da bin ich gespannt, Dennis. Ja, Tobsen, es ist Servier. Ja. Aber es sieht richtig toll aus. Mhm. Und ich meine, es ist auch eins von den Dungeon-Crawler-Spielen, wo die Gegner nicht einfach auftauchen, sondern halt auch größer werden, wo man die von, in, von der Entfernung halt schon sieht, glaube ich. Mhm. Die Flipper Maniacs. Bei 2 kann man die Party von 1 importieren, aber man muss immer unendlich Brot essen bei allen Teilen. Ja, das ist bei allen Teilen, das ist aber auch nicht nur bei Isha so, ja. Und ich glaube, bei 3 kann man auch die Party von 2 importieren, ja. Ach so, du kennst es nur von meiner Zusammenfassung. Ich dachte, du hättest die Bücher gelesen, Tobs. Was ist. Wer ist denn Carlo Trenhardt? Ein Stabhochspringer. Okay, und was hat der mit Stabhoch zu tun? oder Hochsprung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein ähm, Sportler. Ach, das ist hier die Camel Trophy, ne? Ich, ich kann ihm nicht folgen. Gibt es denn noch den carlo Drehnhard? Chessmaster 3000 gehört wohl zu den umfangreichsten und stärksten Schachpartnern für den PC. Deswegen raucht auch eine. Zehnkämpfer sagt Robin, das kann natürlich auch sein. Genau, Hochsprung. Ehemaliger Leichtathletik im Hochsprung steht hier. Ah, Turbotorte, hallo, sagt auch Hochsprung. Und Dennis sagt, war Crystal of Obioria, Aborea. der Vorgänger von Isha, möglich. Das weiß ich nicht. Space Pirate Ship. Hallo, dir auch einen schönen guten Abend und start in die Woche. Das Chessmaster 3000. Ich glaube es, oder war es der 4000er? Einen davon habe ich mir neulich auch gekauft, weil der so viele tolle Grafikmodi hatte. Und Alexander muss jetzt nachrücken, welchen er hat. Genau, Colossus Chess. Ich verwechsel die beiden ah, nicht okay. immer. Die Serien, ne? Oh, guck mal, aktuell. A Dune. Oh. der erste Teil. Ja, das hätte ich gern. Das fehlt mir. Mir fehlt, also ich hab's, aber nur die Diskettenversion. Ich hätte auch gerne die mhm. CD-Version wegen dem, äh, wegen der äh, Synchronisation der ganzen. Ah. Okay. Der ganzen, nee, den auf den Sandwurm, den, den brauche ich nicht. Ich hätte aber gerne die CD-Version. Ich habe mhm. eine CD-Version, eine einzelne, ob von irgendeinem Magazin oder so, weiß ich nicht mehr. Aber ich hätte halt doch gerne noch die Box. Aber ich habe halt die Diskettenversion und die reicht mir dann auch, weil das Spiel, als ich es mir damals gekauft habe, keine Ahnung, 15 Jahren oder so, war das schon teuer. Das Dune naja. war schon immer irgendwie teuer. Na, na, wahrscheinlich weil da ein paar Lizenzzahlungen auch an Dritte gehen. Das hm. würde mich hier nicht wundern. Warum sollte ein Spiel teurer werden, weil damals Lizenzzahlungen. Teurer sein. Also du hast es doch schon damals teurer gekauft. Also du hast es neu gekauft oder ah, nee, bei EBay. Ach so, ich dachte, du hättest es im Handel gekauft. Nein, das da ist von schon 2000, teurer. 2005 konntest du doch keinen ja, Doom mehr kaufen von 93. Nee, okay, alles klar. Nee, 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 nee. Weil darum ging es mir. Das so, Neupreis, nee. ne, wenn eine Lizenz da dran hängt, dann musst du halt irgendwo versuchen, das Geld zu verdienen. Ne? Ähm. Wenn, wenn du realistische Filme magst, darfst du wohl in June 2 nicht rein, weil ich hatte heute einen Artikel gelesen, Selma, äh, dass sich einer bitterlich darüber beklagt hatte, dass ähm, die Sandwürmer sich physikalisch falsch bewegen. Ah, okay, nee, dann, dann gucke äh, ich den nicht ja. mehr. Nee. nee, also wenn das nee. so, ne, dann, dann kann man das nee. dir nicht mehr empfehlen. Tut mir echt leid. Also, ich meine, ich, ich habe den von 84 oder so, der Sandwurm, und der bewegt sich ja super. Und wenn das, nee, dann, dann bin ich raus. Robin, ja, tut mir leid. Nee, dann gucke ich den Film nicht. Wenn der Sandwurm sich nicht physikalisch korrekt bewegt, dann bin ich raus. Ja. Äh, Thompson sagt, wenn er mit Info kommt, 2026, seid, könnt ihr auch die Wonderland äh, ja, Wonderland von Magic Scrolls will ich auch auf jeden Fall. Das habe ich auch. Das Wonderland will ich auch noch mal spielen, ja. Na, da müssen wir aber vorher noch The Pawn und Guild of Thieves die hab ich und habe spielen. Die musst du Die machen. muss ich spielen, ja. Da fehlen aber auch noch zwei, die ich gerne hätte. Und wusstest du, dass es von Magnetic Scrolls auch noch davor Adventure gab, im Rollenspielstil, ähm, auf Kassette für den er Nee. Wusste ich nicht. Ich ja, dachte, die sind relativ sind nur so fünf, selten. sechs Stück gemacht und das war's. Nee, nee, die hatten vorher auch welche ah, okay. gemacht. Ähm, über die bin ich gestolpert. Ich hatte sogar schon zwei an der Hand. Die waren preislich in Ordnung, 30, 40 Euro. Das Problem war, dass der Verkäufer in Rom sitzt und das, das sind halt 30 Euro Versandkosten. Ja. Und das hat mich ähm, zögern lassen bisher. Pastor, du, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Pass auf dich auf. Dankeschön. Also. Typical sagt, blaue Augen, heißer Sand, könnte auch ein Softporno sein, so auf RTL Nachtprogramm. Ja, warum liegt denn hier Strom, ne? <laughs> Space Pirate fragt, habt ihr auch Spielezeitschriften, Magazine, also in Papierformat? Also ja, im Keller habe ich die. Also nur Powerplay, Playtime und vielleicht so eine Handvoll PC Games. Und PC Player. Ähm... Money Inc. sagt, das war cool auf dem Amiga. Das war auch auf dem PC ziemlich cool. Guck den Film. Ja, Robin. Mach ich auf jeden Fall. Ja. Werde werd ich mir angucken. Das ist ja sehr vorausschauend, oder? Dune hat das Zeug zum Klassiker. Ja. Also, es ist nicht der Klassiker geworden wie Dune 2, aber ich finde, es ist trotzdem ein Klassiker geworden. Hast du das, Bow? Ja, da habe ich ja beide. Ah, da beneide ich dich zumindest um Colonel's Bequest immer noch. Mhm. Living, Books. In Living Books. Just Grandma and Me. Arthur Teaches Trouble. Okay. Ein Lernspiel. Ja, glaub nichts für mich. Wer weiß? <laughs> Vielleicht können wir auch noch was lernen. Na, Alexander? Kriegst du jetzt nicht okay. Lust auf den Karamals? Der Karamals Cup? Nein, viel zu viel Zucker hat das Zeug. Und das wieder Art Bös, Department. Also, gab es noch jemand anders außer Art Department, der in Deutschland Werbespiele gemacht hat? Gefühlt nicht. Nee, aber die waren ja echt gut im Geschäft. Das war ja auch eine, eigentlich eine Marketingagentur, wenn ich mich recht entsinne, mhm. die das ja nebenbei gemacht hat und dann konnten das, konnten die das einfach an ihre Werbekunden mitverkaufen, so nach dem Motto, ich habe hier nicht nur die coole Kampagne für dich. Film, Straße, Zeitung. Der Medienmix, auch das Spiel. wir begleiten das digital auf dem PC. Aber so. das so läuft es ja auch heute. Ne? Da ist ja die Agentur und die macht dann die Werbekampagne über alle Kanäle. Und ja. eins dieser Kanäle war damals der Computer, Richtig. bevor es Internet gab. Weil danach gab es ja diese Werbespiele als Browser-Spiele. Ne? Das ist die nächste Entwicklung dann gewesen. Als Flash-Spiele, so, ne? ja. Als Flash-Spiele. Das, Flash war, ich, ey, das, Ach, das ja. war ganz was Tolles. Das war Tolle, so ja, ein. Ja. Ja, ja, das hat ja. Spaß gemacht. Aber es war halt billig. Du hattest nicht das Problem, dass du dann auf 100.000 CDs sitzen bleibst, äh, wie die Bundeswehr, die wahrscheinlich, wenn du die fragst, immer noch diesen Hubschrauber-Simulator ja, auf Diskette. Ach, Diskette. Okay. Und die Disketten brauchen die ja heute noch. <laughs> ah, ja, den stimmt, Euro, stimmt. Den stimmt. Eurofighter belädst du doch mit Diskette. Nee, ich glaube, den schon mit CD, oder? Nee, ich weiß es Ich glaube, CD. Aber ich glaube, den Jumbo oder so belädt man mit einer Diskette, ja. die Navigationsdaten. Irgendeiner ja. von denen war das, ja. Ja. Äh, Spaceship sagt, ach so, fand das Durchblättern noch nicer früher. Digital ist aber auch okay. Ja klar, Durchblättern, also wenn alleine ja. eine Zeitung, a, alleine würde ich mir ein PDF auch nicht angucken, wenn ich die Wahl hätte, die richtige Zeitung zu blättern. Aber mit euch zusammen ja. habe ich ja eigentlich nur das PDF oder ich könnte kompliziert irgendwie mit Kamera und das ist ja auch Quatsch. Ja, Multi Lichtverhältnis ist das das genau. nicht gut, man kann nicht hinein ähm, zoomen, also das ist schon besser so. American Gladiators, nochmal. Okay. Husch, hush. Ein Basketballspiel. Hier, 50 so, Strike Eagle-Version auf dem Game, Game Boy. Oh Gott. Uh. Oh Gott. Uh. Ja. Aber ist Wobei, gut. Wobei, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also, man kann nicht so viel erkennen, Alexander, das musst du zugeben. Man sieht Doch, hier so eine Startbahn. Hier ist irgendwie, ne... Ein Radar, links eine Karte von oben, rechts mal ein künstliches Horizont, Heading 202, äh, 000, das ist wahrscheinlich unsere Höhe. Ja. Ähm, die Geschwindigkeit finde ich etwas merkwürdig, 688 äh, Meilen. Ich habe den Eindruck, ich stehe auf der Lande- oder Startbahn. <laughs> Keine Ahnung. Habe ich nie gespielt, werde ich auch nicht spielen. Musste man abfotografieren, ja, ganz genau. Und das ist beim Gameboy ja ätzend, ja. Ja. Was ist das hier? Mittelmaß im Mittelfeld, Championship Manager 93. Oh, Fußball, ja, Fußball. Na, das oder? sieht echt nicht gut aus. WF oh, Royal das Rumble. Kommt, jetzt kommt das das spiel Also jetzt keine lange Ausführung, aber was ist der Unterschied zwischen WWF und WF? Das sind zwar unterschiedliche Verbände, glaube ich, gewesen. Aber die machen das Gleiche, oder? Ja, aber es gibt ja öfters den Fall, dass du gleiche Verbände hast, die. Also unterschiedliche Verbände, aber gleiche Sportart. Beim Golfen gab es doch. Ah, okay, da Nein. fehlt ein W. Alles klar. Ist nur die Lizenz. Okay, mhm. verstehe. Heute WWE. Rock, ah, okay. and Rivals. Mhm. Sieht aber nicht so gut aus. Finde ich auch ehrlich gesagt nicht gut. Goal. Das sieht ja ein bisschen aus wie Kickoff oder Sensible Soccer, ne? Ja. Aber. Conversion. Ist Fußball. Boah. Guck mal, Skat 2010 und das 1993. Ja. Fand ich langweilig, aber ich muss gestehen, als es die ersten Skat-Spiele übers Internet gab, habe ich das doch das ein oder andere Mal gespielt. Ich nicht. Ja, Hast du die Mission Disc? Ähm, wie ist die White Lightning? Maximum Overkill. Hm, nee, habe ich nicht. Ich hatte sie damals und ich glaube, es waren wirklich nur 50 neue Missionen oder so. Lohnt nicht. 30 neue Missionen, ja. Mhm. Braucht man nicht. Vielleicht gab es auch ein neues Gelände, da bin ich mir nicht sicher. Aber es war auf jeden Fall nichts, was man wirklich brauchte. Achso, da sind wir hier zwischendrin schon. Guck mal! Mhm. Art Department! Cool. Jetzt gibt es noch einen schönen Bericht zur Art Department! Das ist doch cool! Ja, Bifi. Und jetzt oh, kommt ein Brettspiel. Oh. Ringmeister? Ringmeister, ne? Ja. Und hier steht hier die Lapa. Mhm. Guck mal, Robin, warst du da schon mal im Laurin Verlag? Gehst du noch mal zum Spiel hoch, wie das aussieht? Sieht so ein bisschen aus wie Sagerland, ne? Mit so Bäumchen. Klar ein bisschen nüchtern, ne? Tolle Karte, aber. Hm. Ach, das sind die Autoren des Spiels, die sich. Ah ja. Mhm. Puh, damals war Cosplay noch nicht so angesagt, nee. ja. ist das hier? Steve, Steve Beck. Beck. Ja. Ein Dutzend Computerspiele stammen aus seiner äh, Feder. Steve Beck, der Vater von James Pond. Ah, okay. So, damals war er 42. Die Ausgabe ist von 93, ne? 2003, ja. 2013, 30 Jahre, dann ist er jetzt 70. Mhm. Okay, das Flop. ist der ASM-Flop. Dann muss es wirklich, wirklich mies sein. Oh, Robin war da noch und kein lange. Werbekunde. Und kein Werbekunde. Starbite. Ui. Das ist aber nicht nett. Sehr Null. grauenhaft. Grafik vorhanden. Sound. Ach, so heißt das. Spielauflauf zum Wegleeren, Motivation oh. zu Risiken. Und ge unter Null. Aber oh, guck Gesamt mal hier. Unter Null. Das ist ein Space-Taxi-Klon. Mhm. Dafür bin ich aber zu haben. Gehst du mal zur so Grafik? Naja, gut. So, soll ich mal, komm, ich, ich mach mal Mobi-Games für dich auf. Mach mal. Ähm, ich muss ein Geständnis ablegen. Also, wenn ich irgendwann mal ein Computerspiel programmieren würde und ich äh, habe immer so den Hang dazu, dass ich Game Maker oder... Und wie die ganzen Engines heißen, ähm, mal probeweise installiere und immer so einen Kurs mal mache, dann würde es tatsächlich ein Space Taxi-Klon sein. Ich finde die Grafik die ich find finde das ich nicht gar schlecht so schlecht aus. aus ne? Das muss ja dann grauenhaft. Also, wenn die Grafik schon. Aber haben sie nicht gesagt. Was sagt denn Mobile Games? Was haben die denn für. Grafik vorhanden. Ihnen? Also, ich finde die schon ganz nett. Also, das ist Richtig nicht vorhanden. Ja. Das ist. Ja, gehen wir zu Overviews mal. Dankeschön. 6,7, also das ist nicht 0. Nee. Und so, halt. A was ja. Ist das so? One, also. Also, hm. Amiga Format, Amiga Power. Pixel Heroes, Joystick, Amiga Games, Amiga Power. Die 64er. Moment? Playtime ah, hat sogar 70 gegeben. Haben die die richtige Version getestet? Powerplay hat auch 44. Ist eine Relikt ja. aus längst vergangenen, vergangenen Tagen. Ist wahrscheinlich das Spielprinzip, was nicht angekommen ist. Musik hat ohne... als ohne. Wäre gar nicht mal übel. Mhm. Naja, ja. gut. Ich tue es mal auf meine Liste. Wie heißt das? Ach, das ist die C64-Fassung? Nee, das ist die Amiga-Fassung im Test. Äh, Fly Harder. Fly harder, Fly harder von Scooter, der neue Song. <laughs> fly harder, Fly Highscorer. Das war zu schlecht. Ah, okay. Ja. Hm. Aus England, 35 Euro. Es gibt oh, nur mal die Angebote die in England. Charts. Ja, gut, das sind wirklich alles sehr gute Grafikspiele. Guck mal, in den Soundcharts: Apidia, Turrican 2, Turrican, Secret of Monkey Island, Pinball Fantasies. Mhm. Lemmings 2 hatte so einen guten Soundtrack. Also den Lemmings 1 Soundtrack habe ich sofort im Ohr. Von 2 weiß ich gar nichts. Mhm. Und Indiana Jones 4 war okay, war halt Indiana Jones, ne? Das, ja. Mario Paint, das ist ein Euro-Plattformer, oder Alexander? <laughs> Gute Bewertung bekommen. Hast du mal eins von diesen Carmen San spielen Nee, noch nicht mal auf 64er. Ich habe damit nicht anfangen können. Ich dachte immer, ist das so ein Entertainment-Spiel oder ist, ist es so ein richtiges Spiel? Ähm das ist Aber ich glaube kein schlechtes. Guck mal, gut. Mhm. Mhm. Oh, Plattformer True, ja, sehe ich auch so, Tobson. Hast du aber auch nicht auf deiner Liste, ne? Ähm, nee, habe ich eigentlich nicht, aber ich glaube, ich werde mir mal die Mega-Drive so mal anschauen. Weil die scheint ja einen historischen Hintergrund zu haben. Haben die doch alle, oder? Also, nein, ich was heißt einen historischen? Die haben auf jeden Fall einen reellen Hintergrund. Mhm. Es gibt ja where in space, where before the time, where. Ja, where in the US oder keine Ahnung, ja. in UK, weiß ich nicht. Ja. Space Pirates sagt, Game Maker eigene Spiele erstellen war schon mega. Hab damit viel Zeit verbracht und kleine Games gebaut. Ja, also mhm. zu meiner Zeit gab es sowas gar nicht. Ich musste mir die Game Engines immer selber schreiben, aber dafür hat man natürlich mhm. dann auch irgendwie was gelernt. Mhm. Also nicht, dass man mit Game Maker nichts lernt, aber man lernt halt keinen. Ja, C -plus ist was anderes, damit. Ne? Vor allem, ich kann ja nicht richtig programmieren und äh, mit dem Game Maker kannst du ja ähm, mit dieser speziellen Sprache ja dein Spiel zusammenpusteln, ohne dir um den Code Gedanken machen zu müssen. Ne? Ja, Interplay, sehr schön. Was ist das hier? Überflüssige Funde wird man bei der Affenhitze, die in den Redaktionsräumen herrscht, schnell los. Vor allem in Peters Büro, der sich Sonnenseite eingemistet hat, lässt sich auf der Tischplatte mehr als nur ein Hosenträger braten. <laughs> Im abgedruckten Testraum ist es angenehm kühl. Cool. Ah, Cool World. Ein wirklich cooler Film. Ich kann mich da nicht mehr... Ich auch nicht. Guck mal, aber die Super NES Version ist auch ein ASM-Flop geworden. Mm, leider. Sehr mangelhaft, aber immer noch besser wie Fly Harder. <laughs> Gab auch eine Gameshow in der ARD. Jagd um die Welt. Schnappt Carmen Santiago. Da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Mm -hmm. Echt. Komplett an mir vorbeigegangen. Die erste Isha-Version für den Amiga. Mm -hmm. Okay, das ist sehr unscharf fotografiert. Ja, das ist nicht gut gemacht. Rainbow Islands. Ja. Indiana Jones in the Last Crusade auf dem Mega Drive. Das Actionspiel. Nicht das Adventure, ja, wo jemand dran denkt. Richtig. June 2 auf dem Amiga. Mhm. Ist ein Hit geworden. Mhm. Oh. Transaktika. Mhm. Von Silmarils. 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 So. Das hab habe ich damals auch gespielt. Ich ja gemacht. Ja. Das habe ich auch das damals. Das sieht man am Grafikstil ja die Ist sind alle schon so ein bisschen, die sind alle ne? so, die sehen alle so aus die ganzen ja. äh, immer Rills Spiele Ist... Transarctica hat mich irgendwie immer begeistert wahrscheinlich lag es an den Eisenbahnen und an, an dieser Steuerung mhm. dass man sich halt seinen Weg selbst aussuchen konnte dass man überlegen musste wie man weiterkommt woher man Ressourcen bekommt und so wir sind nie weit gekommen aber es war irgendwie ein sehr faszinierendes Spiel ich habe in irgendeiner Collection drin ich freue mich auf den Mhm. Jun 1 und 2 in einer Ausgabe stimmt Tobson, ja. Alien 3 Global Gladiators noch, mal. aber guck mal, die sehen ganz anders aus. Die Global ja. Gladiators wie die American Gladiators. Und das sieht zu viel nach Natur aus. Als eindeutig nur Oplastik, da kannst du sagen, was du willst. Ja. Na, weil es sind doch so künstliche Landschaften, die sie aufbauen. Ja. Warp speed das hat wir eben hier angeguckt. Das sah gar nicht so schlecht mhm. aus, obwohl es mangelhaft bekommen hat. Was ist das? Okay, jetzt hier? die Bewertungen werden erklärt. Am Ende? Okay, das war. Ja, okay. Hand und Kopf. Noch schnell in den Koffer. Uno! Uno, ah, Uno ist ein tolles Spiel. Man nichts, ja, überhaupt nichts falsch machen. Ja, das ist ein Klassiker. Screenshots vertauscht, ja, wahrscheinlich. Ja. Sunset sagt mir nichts. Nee. On Guard? kommt mir bekannt vor, hatte ich aber selber nicht. Ich glaube, das habe ich mal gespielt. Global Gladiators hatte ich für das Master System. Das war doch unter anderem ein Werbespiel. Da tauchte der Ronald McDonald auf. Das hat gerade schon mal jemand geschrieben, dass irgendwie äh, Global Gladiators irgendwas mit McDonalds zu tun hatte. Warst du das auch, Moonwalker? Möglich? Ich weiß es nicht mehr. Oh, guck mal hier, Werner und Brösel. Und, und Otto du Werner? Ja, fand ich ganz gut. Den Film fand ich nicht so gut, aber die Comics fand ich ganz witzig. Also den ersten Film fand ich richtig richtig lustig, vor allem das Fußballspiel. Manchmal, wenn ich irgendwie so ach, so ein Tag hatte, der richtig scheiße war, dann gehe ich zu YouTube, gebe Werner Fußballspiel ein und gucke nur die fünf Minuten ah, okay. oder was dieses Fußballspiel an. Und ihr habt anschließend Tränen in den Augen. Das ist. Ja. Chadwick hm. fragt: Wenn ihr Uno spielt, darf man dann mit plus 4, mit eine plus 4 verlängern? Aber wir haben so viele ja. Ausgänge. Natürlich darf man das verlängern. Wir wenn haben man mit keine einer schwarzen Hemmina Karte Familie. beendet, dann zählen alle Punkte doppelt. Und so weiter, ja. War ja. der das mit dem Wurstblinker? Ja. Das war der erste. Ja, der war das mit dem Wurstblinker. Super. Otto so, mochte also, ich auch, ja. Ne? Otto Brösel, Sey, Seyfried, wer war denn das? Das weiß ich auch nicht. Und ich muss gestehen, ich mag auch Ralf König. Der macht ja eher so schwulen Comics, aber da hat das er eins gemacht nicht. mit Romeo und Julia. Das ist echt zum Wegschießen. Hier muss ich gestehen, sieht er ja ganz schön gelangweilt aus. Ja, aber nach den Zehntausendsten Autogramm. Ich meine, da darf er jetzt noch in das Buch reinsignieren. Keine Ahnung, wo er vorher signieren musste bei anderen, ne? <laughs> so, was hat er denn noch gemacht? Ach ja. Okay, an irgendeinen Körperteil selber. Ah, okay. Was ist das? Ich weiß es nicht. So, oh. Garcia Al 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 Alanda, sagt mir gar nichts. 48 Seiten vierfarbig? Dritter ja. Teil der Mehrbegründung ah, Fantasy Geschichte. Ein Comic. Das ist ein Comic. Ja, Ja, 48 Seiten werden ein bisschen wenig. Oh, guck mal, die Kathedrale. Mm. Ist das zu dem Spiel? Ja, schön auch im Jahr des Herrn 1992, ja. Wusste ich gar nicht, dass es da auch ein Buch zu gibt. Ja, aber es soll schlecht sein. Ah, okay. Hier sieht es erstmal gar nicht so schlecht aus. Ja, ja. ja. Evers, ja. Ist der Autor so? Ach ja, Harald Evers. Okay. Vier Farben, Paar meiner Amiga, hatte 4096. Ja. Hier sind, was in der Ausgabe drin war. Inhaltsverzeichnis in der nächsten Ausgabe. Kann mir jemand erklären, warum das manchmal auf dem Kopf ist? Nein. Weil es ist nicht falsch gescannt, weil hier ist es ja richtig. Nee. Ne? Ja, keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Okay. Die Abo-Falle. Vielleicht, falls ein Verkäufer in einem Zeitschriftenladen die Zeitschrift falsch einsortiert. Das ist immer auf der richtigen Seite Ja, nee, kann eigentlich nicht sein. Glaube ich auch nicht. Macht irgendwie wenig Sinn. So. Nee, macht gar keinen Sinn. Bevor wir jetzt aufhören, und es ist erst halb elf, Alexander ist jetzt schon müde. Gut, dass wir das heute durchgezogen haben. Mhm. Ähm, Spiele der Ausgabe. Also, wer das nicht kennt. Jawohl. Hier habt ihr die Möglichkeit, ich glaube, das muss ich noch lesen. Ja, das ist super. Eure drei Spiele dieser Ausgabe. Also, falls ihr auf eine einsame Insel gehen würdet, welche drei Spiele würdet ihr gerne mitnehmen? Tupsen, nicht jinxen, nicht jinxen. Welche drei Spiele würdet ihr gerne mitnehmen? Schreibt einfach 1, 2, 3 in den Chat und dann hinterher. Ich dachte, dein Internet hat eh Feierabend um 22 Uhr. Weiß ich auch nicht. Lass es uns angenehm beenden. Also, Alexander, welche drei würdest du mitnehmen? Auf! Platz 3 wäre bei dir. Day of the Tentacle? Ja, ich schätze schon, tatsächlich. Ähm, ich tue mich echt schwer heute, also. Ja, Day of the Tentacle, ja, das wäre Platz 3. Das wäre bei mir, glaube ich, äh, Return of the Phantom. Okay. Weil ich es noch nie durchgespielt habe. Mhm. Auf Platz 2 hättest du. Laura Bow. Laura Bow, Okay. Ich hätte auf Platz 2 War in the Gulf und mhm. auf Platz 1 Dune. Und ich Protostar. Okay. Und zwar, weil das das Adventure Dune ist: Adventure-Strategie-Spiel. Genau. genau. Ja. So. Ähm, ah, Syndicate war ja auch, ne? Ah, Syndicate habe ich vergessen. Ja, dann möchte ich, ich dann möchte ich das einmal durchschieben. Dann ist auf Platz 1 Syndicate. Keine Frage. Okay. Auf Platz 1 ist Syndicate. Ach, ja, alles klar. Ist eine schwere Ausgabe. Es sind echt ein paar ganz gute Spiele bei gewesen. Und die Ausgabe war auch riesig. Also, mhm. Trauma fragt: So ein ASM-Magazin scheint echt groß zu sein. Wie viele Seiten? Äh, 152. Das ist schon ein echt dickes Ding, ja. Ja. Auf Platz 1 kann nur Dot sein wenn das bei dir so ist, ist das bei dir so. Dennis sagt Syndicate, Day of Tentacle und Dune 2. Herr sagt Syndicate, Dot und Dune. Tobson sagt Tentacle, Prince of Persia, Laura Bow. Da sind wir uns ja alle relativ einig, ne? Also. Es muss doch jetzt einer von euch sein, sagen, dabei sein, der wenigstens eins von den Konsolenspielen in, in seiner Top 3 hat, oder? Nicht? Niemand? Ui, hallo! Dir einen schönen guten Abend und auf Wiedersehen, wir sind fertig. <laughs> Alexander, das wäre jetzt aber nochmal ein guter Zeitpunkt, um ja. nochmal darauf hinzuweisen, auf die Formatänderung. Also, Ui, auch für dich, wir haben uns dazu entschieden, dass es einmal im Monat, jeden ersten Dienstag im Monat, einen normalen Blätterabend gibt, so wie du ihn kennst. Alle anderen Blätterabende im Monat sind ohne das lange Vorgespräch. Wir machen 10, 15 Minuten, ein paar Troll Pursuit Karten, reden so ein bisschen äh, mit euch, begrüßen euch, dann zwei, drei Troll Pursuit Karten und dann geht es um Viertel nach acht, ziemlich pünktlich, los mit dem Blätterabend. Dreimal im Monat und einmal im Monat machen wir dann einen Blätterabend Extended. Ja, ich weiß, einige auch gerne ohne Troll Pursuit, aber guck mal, du ohne Troll Pursuit hättest jetzt noch weniger abge bekommen vom Stream, dann wäre es nämlich jetzt zu Ende gewesen. Einige mögen es, einige mögen es nicht, deswegen bleibt es drin. Ich mag es, Alexander mag und deswegen bleibt es drin. Ansonsten, diese Woche von Alexander kommt am Donnerstag noch eine Folge SimCity, die letzte richtig? mit Desaster. So habe ich es jetzt verstanden. Genau. Die erste und die letzte. Das heißt, danach schalte ich es wieder aus. Okay. Die erste und letzte mit Desaster von mir kommen diese Woche. Zwei Folgen, also morgen und am Freitag Ultima Underworld. Das sind die Mitschnitte des Streams. Das heißt, wenn ihr beim Stream dabei wart, verpasst er nichts, wenn er diese und nächste Woche Ultima auslasst. Ansonsten Freitag gibt es keinen Spieleabend und Samstag wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, live sehen wir uns erst am nächsten. Dienstag wieder. So ist es. Wie ist denn der Kanal von Alexander? Der Kanal von Alexander ist der gleiche wie von mir. Das ist, 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 ist nämlich dieser hier. Genau, das ist unser Kanal. Selma und ich machen zusammen Pretty Old Pixel mit Dirk, der in der Vergangenheit immer tolle Spiele gemacht hat und vielleicht in der Zukunft mal wieder was machen wird. Vielleicht, wir wissen es nicht. Und ich glaube, er selbst weiß es auch nicht. Nein, aber wenn er zu uns zurückkommt, äh, kann er auf eine größere Ka Community zählen als je zuvor. Achso, ich wollte gerade sagen, kann er sich auf was gefasst machen? Da gibt es jetzt ein paar neue Regeln, an die er sich erstmal halten muss. Ist der genau, anwesend? es gibt noch der, einen der Konsolenspiele. <laughs> es gibt einen, es ist ein New Guy in Town mit Konsolenspielen. Ich, aber nur wenn es davon eine Portierung gibt von einem Spiel, was ich im Replay hatte. Yeah. Trauma sagt: Achso, das spielt sich dann auch alles ab. Sorry, das war mir nicht bewusst. Also ja, Kein das, Problem. das meiste spielt sich bei uns auf mhm. YouTube ab. Wir sind hier halt ja. nur wegen euch. Das war's, Alexander, oder? Das war's, in der Tat. Dann bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt Spaß, wenn ihr Lust habt, schaut im Discord vorbei. Ich werde da auch dann meine, meinen Medienkonsum posten, der in letzter Zeit nicht viel ist, weil ich immer an Red Hat Redemption 2 hängen bleibe und deswegen gar keine Zeit habe, irgendwas anderes zu lesen oder zu spielen. <laughs> Money Inc., dir auch eine gute Nacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Kommt gut rüber, bleibt vernünftig und uns gewogen, Alexander. Du auch. Macht's gut. Gute Nacht. für Nach YouTube. Und jetzt muss ich noch auf Kanal Raiden gehen. Jedes Mal, wenn ich auf Kanal Raiden gehe, lädt sich das Interface mhm. neu. Mhm. Äh, oh, Oliver spielt noch. Ja, dann gehen wir da doch rüber. Uh, the Europa Case of the Karma. Golden Idol. Ich glaube, Alexander, das wäre auch was für uns. Mhm. Das ist so ein bisschen wie Obra Dinn. Mhm. Also, dann reiten wir zu Oliver und Greco rüber. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mitraten. Lasst euch nicht von der Grafik ähm, abschrecken. Die ist ein bisschen überzeichnet, würde ich sagen. Die von Obra Dinn war ja sehr schön. Die ist ein bisschen überzeichnet, aber trotzdem. Nach der Zeit gewöhnt man sich dann. Macht's gut. Bis dann. Freitag kein Stream. Ciao. Tschüss. Zap zap. Ich glaube auch dass. Ja stimmt. Okay. okay. So dann. Sehr mal. Da